Ja, hallo und willkommen bei meinem quasi, ich sag jetzt mal, ersten Stream. Ist dann eigentlich nicht der erste, aber ich lege jetzt richtig los und zwar direkt mit Dark Souls. Oh, ich hoffe, es funktioniert alles, ey. Es ist so laut. Ich hoffe, es passt alles. Werde jetzt einfach mal ein ganz naiv neues Spiel beginnen. Und begrüße alle, die dabei sind, sein wollen, sein werden schon mal. Dann werden wir uns erstmal einen Charakter überlegen. Zuerst mal natürlich Charakternamen. Wir sind natürlich SW, Scarlet Honey. So, habt ihr schon mal gelernt, wie man das hier alles einstellt? So ein bisschen, aber sehr anstrengend. So, Klassen gibt es natürlich auch ganz viele. Das Problem ist, ich spiele häufig einfach nur, ja, einen Jäger, aber mit Pfeil und Bogen. Die hat ja gar keinen. Was ist denn das? Die sehen ja alle gleich behindert aus. Bettler. Mit der Keule. Ich weiß auch nicht, was wirklich da am sinnvollsten ist. Stufe 5. Ritter sieht ja echt fancy aus. Die ganzen Stats. Generalschüsse. Ich weiß gar nicht, wofür das gut sein soll, die ganze Zeit hier. Stärke. Hm. Nicht gut, aber ja, dann bleibe ich beim Jäger. Das ist so ein bisschen mein Ding. Da ohne Feuerbogen wird er noch kommen, hoffe ich. Was ist meine Gabe? Ich weiß natürlich nicht, wofür das gut ist. Ich muss mal eben noch ganz kurz hier bei den Chat auf dem Handy neben offen noch einen Blick drauf werfen, dass ich den Display die ganze Zeit übersehe und nicht, dass er ausgeht. So, gar nicht bitte. Kann ich mir auch sehen, was im Chat los ist. Wenn da mal irgendwas passiert. Alter Hexenring. Feuer kann ich doch gar nicht. Für einen Jäger ist ein Fernglas bestimmt ganz nützlich. Menschlichkeit. So. Ach, dann machen wir jetzt hier den göttlichen Segen. Na gut, wir gehen auf Nummer sicher. Und dann gibt es noch fette Leute, komische Leute mit kleinen Kopf. Meine Güte. Da kriegt man doch Albträume. Ja, Gespenst ist. Keine Haare, warum haben wir eigentlich gar keine Haare? Ah, jetzt, danke. Haben wir das ein bisschen übersprungen? So, als Kriegerin sollte man ja eigentlich nicht zu lange Haare haben. Ein bisschen parallel drehen. Ach, ein Pferdeschwanz. Das sieht eigentlich ganz schön fancy aus. Das ist immer so, würde ich sagen. Okay, Charakter hat sich erledigt. Wir sind jetzt Jäger mit ein bisschen Heilzeug und ja, sollte passen. Achso, Generalschlüssel lieber. Na gut, dann nehme ich den halt. Danke für den Tipp. Wo ist er hin? Da. Ich bin doch gar kein Dieb. Und hi erstmal an Asti Berlin. Ich weiß nicht, soll ich dich mit Namen benennen? Und an Alassael. Okay, ich nehme das Ganze hier an. Oh Mann. Und bin gespannt, weil ich kenne nichts. In the age of ancients, the world was unformed, shrouded by fog. A land of grey crags, arch trees and everlasting dragons. But then there was fire, and with fire came disparity, heat and cold, life and death, and of course, light and dark.
Then, from the dark, they came. So, hoffentlich ist es besser. And found the souls of lords within the flame. Ich hoffe, jetzt passt es so halb. Nito, the first of the dead. The Witch of Izalith and her daughters of Chaos. Gwyn, the Lord of Sunlight, and his faithful knights. And the furtive pygmy. So easily forgotten. With the strength of lords, they challenge the dragons. Gwyn's mighty lords peeled apart their stone skins. The witches weaved great firestorms. Soon the flames will fade, and only dark will remain. Even now, there are only embers. And man sees not light, but only endless nights. And amongst the living are seen carriers of the accursed dark side. Okay, dann versuche ich jetzt noch mal eben, wenn es jetzt eh gerade lädt. Ach nee, ganz kurz auf die Szene. Yes, indeed. The dark sign brands the undead. And in this land, the undead are corralled and led to the north. Where they are locked away. To await the end of the world. This is your fate. Ich krieg hier bestimmt ganz üble Krankheiten. Sag ich's nicht. So, nördliches Asyl der Untoten. Aber natürlich werde ich noch mal kurz raustappen. Ich werde das Spiel jetzt richtig schön leise machen. Also es ist entweder so oder wir müssen es noch mal in-game machen. Wenn's na, ich will ja gar nicht mit Maus spielen. So. Leiche plündern. Oh. So, wir sehen natürlich auch richtig eklig gelenkig aus. Hä, was ist für eine Nachricht? Was denn?
Fängt schon mal echt gut an. Will ich das lesen? Achso, ja doch, RB ist natürlich nützlich. Bleib stehen, du Tutorial-Opfer. Und nochmal. So. Also Tutorial kannte ich ja eigentlich schon mal. Aber muss jetzt nochmal sein, es sah Ewigkeiten her. So, eine Nachricht. Sprinten. Und hier ist das nächste. Zielfixierung. Ich hasse das mit dem Reindrücken. So. Dash. Und so ganze. Alles geht dafür. Ach nee, wir kriegen doch. Wir haben gerade irgendwie diesen Seelenzeug aufgesogen. Na, erstmal raus hier. Ist da noch was? Ja, ich bin leider auch so jemand, der immer gerne überall gucken geht. Lagerfeuer regenerieren. Ich habe Angst vor dem Ding in der Mitte. Ich muss. Oh, Errungenschaft entfachen. Na toll. Oh, darf ich jetzt raus? Ja. Okay. Der nächste Hof. Nein, weg hier. Winden. Also jetzt ist es für mich gerade ein bisschen dolle leise. Ja. Ist doch rennen. Ah, ich habe gerade Ausweichen gelernt. Kämpft da nicht. Mist, verschlossen. Nein! Boah. Nehmen wir die offene Tür. Da kommt der bestimmt nicht hinterher. Steht das jetzt jedes Mal durch da und. So. Tschüss. Achso, das habe ich auch schon mal gemacht. Hier ist nichts weiter. Ey! Lass das! Was steht hier noch? Ah! Moment mal, wie konnte ich jetzt den blöden Schild wieder ausrüsten? Es wird schön. Und so muss ich ihn halten. Okay. Ha. Aua. Nimm das. Hä? Was war das denn? Ich bin verwirrt. Jetzt habe ich vergessen, wie man kämpft. Stirb doch mal. Wieso mache ich so wenig Schaden? Au. Das war das Falsche. Habe ich irgendwie ein Schwert übersehen? Kann das sein? Ja, genau das. Nein. Lass mich. Aua. Ich wollte mich doch nur wieder verstecken. Ich sammle Pfeile. Ich muss jetzt hier mein Menü hin. So. Der muss mir jetzt kurz die Zeit lassen, die ich brauche. Na komm her, du. Ich kann nicht kämpfen. Er steht doch direkt vor mir. Gut. Oh Gott. Okay. Ja, danke für den Hinweis. Ich bin begeistert. Was für ein Gegenstand? Wir haben doch gar keine dabei. Ich muss mal eben mal gucken. Doch. Phantomverband nach Hause zurückkehren.
Teleport von zum Leuchtfeuer, Verlust von Seelenmenschlichkeit. Wir haben doch sowieso keine Menschlichkeit. Aber 60 Seelen, ich weiß nicht. Ich verstehe das Spiel ja noch gar nicht. Wir haben auch nichts weiter dabei. So, unser hübsches Gesicht. So, ich kann jetzt kämpfen. Kommt alle her. Hä? Achso. Warum ist dieser Nebel so was Besonderes? Ja, das habe ich auch schon gelernt. Das habe ich auch schon alles präsentiert hier. Ich erinnere mich, dass hier irgendwie ganz viele Gegner rumgerannt waren. Da oben. Springen kann ich nicht. Ganz so viel hier. Nein! Und ich suche den Weg, wo es weiter geht. Oh, nicht runter. Au, was? Ich habe ein Schild. Bären zuschlagen. So, wieder einer weg. Den zweiten Gegner habe ich auch bestiegen. So. Ha! Kannst mich mal. So. Der ist anhänglich. Ah! Ja, auf jeden Fall nochmal rasten. Ich weiß gar nicht, speichert das irgendwie so zwischendurch oder muss ich hier irgendwie was machen dafür? Durch Vorrichtung verschlossen? Hä? Wo ist denn hier eine Vorrichtung? Ich sehe hier keinen Hebel oder irgendwas. Kannst du mich wieder zurücklaufen jetzt? Und wo ist denn eigentlich meine Leiche hingefallen? Hatte die noch was dabei? Nee, oder? Hä? Da bist du ja, Leiche. Ich hab dich gesucht. Nee. Der hat nichts. Okay. Ja, ich hing fest. War das nicht der Typ, der mir geholfen hat? Oh, you. You're now hollow. Thank goodness. I'm done for, I'm afraid. I'll die soon, then lose my sanity. I wish to ask something of you. You and I, we're both undead. Hear me out. Hast du dich entschieden? Ja, bestimmt. Regrettably, I have failed in my mission. But perhaps you can keep the torch lit. There is an old saying in my family. Thou who art undead art chosen. And thine exodus from the undead asylum maketh pilgrimage to the land of ancient lords. When thou ringeth the bell of awakening, the fate of the undead thou shalt know. Well, now you know. And I can die with hope in my heart. Oh, one more thing. Here, take this. An Estus flask. An undead favorite. Okay. Oh, and this. Ah. Now I must bid farewell. I would hate to harm you after death. So go now. And thank you. Kann ich sein Schild noch mitnehmen? Das braucht er doch nicht mehr. Now I must bid farewell. Ach, Manu. I would hate to harm you after death. Ah, hier ist die blöde Quackkugel. Es
Christus-Flakon. Achso, der heilt mich dann bestimmt immer wieder, wenn das so beliebt ist. Hm? Was war das? Na gut, das sind halt 7 Punkte gerade bekommen. Irgendwie kann ich mich gerade mit meinem Chat nicht verbinden. Ich sehe ihn nicht. Das, wenn irgendwas ist. Jetzt bin ich wieder drin, glaube ich. Schön. Ach so, ich packe quasi mein Schild weg, sagen die mir damit. Na gut. Mach ich bestimmt mehr Damage, oder? Hey. Slinkerste. Hä, bin ich irgendwie blöd? Jetzt muss ich erstmal kurz üben. Was ist denn da ein Sprungangriff oder ein Tritt? Gibt's nicht. Na gut. Rasten belebt die Gegner wieder. Oh. Da ist der Bogen. Schön. Ich mit meinem Controller hier. Ich hänge zu sehr über dem Tisch. Wo darf ich das denn eigentlich ausrüsten? Nee. Ach so. Wenn ich. Ah, sehr schön. Was muss ich da noch dazu ausrüsten, ist gerade die Frage. Wow, 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 hey Leute, wo kommt ihr denn her? Wartet, wartet. Ich bin gerade im Menü. Au. So. Aber gleich. Gott, ist das gemein hier. Ich brauche bestimmt ein paar Pfeile, genau. Standardpfeil. Sehr schön. Was auch immer das noch ist. Ach so, okay. Wenn das Timing präzise ist, dann muss ich mal noch abwarten. Wenn ich es dann mal nutzen darf. Ja, ich wollte auch gerade üben. Wie geht das mit dem Bogen? Ah. Ordentlich daneben. Also. Ach du Schande. Au. Warum hat mich mein Schild nicht gedeckt? Kann man damit noch irgendwie... Nee. Oh. Das. Jetzt weiß ich, wofür mein X gut ist. Okay. Hm. Ich kann echt nur mit dem Bogen mit RW. Naja, gut. Ach, blocken. Oh. Natürlich habe ich gegen die Wand geschossen. Sehr nett. Zielen, wir warten und wir... Kriegen nochmal was ab? Nee, doch nicht. Hä? Okay, gut. Das ist ja, glaube ich, auch der... Womit ich das sowieso markieren sollte. Hier liegt überall noch was zum Lesen. Nee, habe ich doch schon. Oder? Ja, okay, danke. Während des Fallens ein Sturzangriff. Cool. Oh nein, der ist auch anhänglich. Hinter einem Gegner ist brutaler als von vorne. Parieren konnte und na, ob ich das hinkriege irgendwann mal. Wie war das mit dem Parieren? So schon mal nicht. Ich nehme mal die Sachen rum nochmal. Doch. Okay, das war bestimmt zu langsam. Vielleicht bin ich tot. Gut. Hey. Ja, hau mich nieder. Ist okay. Ich lerne ja noch. Ich komme bestimmt mit dem Lagerfeuer wieder raus. Es geht wieder durchs Tor oder ist es jetzt blockiert? Ich habe mir meine Sachen schon. Eigentlich durfte ich jetzt beginnen. So, flitzen noch mal ein bisschen. Aber jetzt. Nein! Oh, das gibt's doch nicht. Irgendwie erstmal eingesteckt. Ich unterschätze die Gegner noch ein bisschen doller.
Meine Seelen sind ja fast weg und der hier hat gar keine. Na kommt. Ach ja, schönes Spiel. So. Kriegt der mich nicht auf? Mist. Jetzt war ich zu. Kann ich irgendwie relativ schnell ploppen noch? Ich brauche nur so lange zum Zielen hiermit. Ja, ich könnte eigentlich zurück zum Lagerfeuer gehen, ne? Ach, das ging so weg. Ah! Ja, viel Spaß. Mach ruhig den Deathcount. Jetzt geh weg hier. Okay. Ja, ich nehme mein Fläschchen hier einfach mal. Ich nehme mein Fläschchen. Dann nehme ich das halt mit dem anderen. Ist okay. Was war das? Ach, plündern. Nutzloses Zeug. Hä? Ah. Ach, nett. So, jetzt ist der Guy da hinten, aber ich weiß immer noch nicht, wann ich genau parieren kriege ich gar nicht hin. Vielleicht sollte ich mich auf das Kontern dann. Vielleicht schieße ich erstmal schnell eine Runde. Ich muss das noch üben. Mitten auf den. Oh, ich bin zu schnell, ich bin zu schnell. Kopf. Schön. Ah, Kacke. Nein, lasst mich. Au, 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 au. Oh, Kacke. Ja, das war's nächste Mal. Okay. Der Konter geht nur nach parieren. Ach du Schande. Ja, also irgendwie panisch erstmal links unten drücken und dann. Oh Gott, wie oft darf ich das jetzt noch machen hier? Ja, ich weiß zumindest, dass jetzt der Typ hier oben noch steht und auf mich wartet. So. Sah schon besser aus, oder? Hallo. Ha, immer noch schneller zugeschlagen als der Heini. Ich will immer. Ha. Dieses blöde Parieren halt machen. Oder kontern, erst kontern und dann. Was? Oh Gott, ey. Ich sollte vielleicht auch mal mir angewöhnen, diese blöden. Ja, hier dieses. Wie war denn das jetzt so? Ah, ja. Oh, rechts. Ja, ja, genau, danke. Jetzt habe ich sie erst gelesen. Hey, hey. War's das? Oh, meine Güte. Ich bin mal vorsichtig hier. Ah, das war zu früh. Na? Oha, Mano. Der trinkt auch was? Nicht dein Ernst, Keule. So. Nee, danke. Dann zoomen. Ach ne, gut, zoomen habe ich ja noch nicht probiert. Boah, ich bin völlig überfordert mit den Knöpfen gerade, aber... Okay, blocken und dann, wenn er angreift, nochmal parieren. Das ist nicht das Blocken. Nein, das ist das Trinken. So, wenn ich... Das war doch mit Y, genau. Das ist das Blocken und dann einfach weghauen. Naja. Wird schon schief gehen. Ich werde es noch ein paar Mal üben müssen, denke ich mir. So, ich hoffe, hier kommt gleich ein Feuer. Was? Achso, dann muss ich bestimmt durch den blöden Nebel. Okay, ich hoffe, es ist keine dumme Idee, hier einfach durchzugehen. Was? Hallo, du wartest schon auf mich, ja? Oh, Kacke!
War klar. Au. 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 Töpfe. Hier sind bei Töpfe. Okay, mein letzter Schluck. Ja, jetzt kam die Rolle aber wieder früh. Hihi, ich kann pieksen. Also in die Töpfe ist aber nichts drin, ne? Nein, doch nicht jetzt. Ein Flugangriff, wie gemein. Wo ist er hin? Ja, ich hätte den Kampf auf jeden Fall nochmal machen dürfen. Hat der jetzt echt daneben geschlagen? Wie viel Lack muss man haben? War ich auch daneben geschlagen? Okay. Au. So close. Okay. So. Wenigstens das Ding wieder aufgefüllt. Dann renne ich einfach jetzt durch im Idealfall und. Ja, das ist auch eine dumme Idee mit dem Durchrennen. Au! Oh, mein. Es ist so. Ja, meine Fähigkeiten, ne? Überschatten einfach alles. Vor allem mein Tod. Meine Taktik voll gut. Kann ich jetzt wieder blocken? Man, das Ding hier, genau. So, der andere Geist bestimmt auch wieder da, aber der ist mir jetzt egal. Ja, ich lese den Chat, aber ich bin immer so. Weiß nicht. Sturzangriff, okay. Ha! Nochmal geht das nicht, schade. Aber danke. Mein Starfish. Ich kann schlagen. Aua. Ausweichen, ausweichen. Ich habe einfach das Gefühl, dass sie mega langsam ist. Einfach nur mit schlagen. Okay. Ha, nicht mit mir. Wow. Ich piek sein Po auf. Ha! Critical. Wer hätte gedacht, dass dieser Arsch so verwundbar ist? Ja, ich merke mir das mit ihm angesehen. Ich merke es mir. Aber ich habe es geschafft. Ich habe Menschlichkeit bekommen. Fürs Töten. Ich sehe zwar nicht so aus, aber. Ist ja gleich der nächste Fettboss. Puh, erstmal eine Pause. So. Und weiter geht's. Ist der Mini-Erfolg hier. So. Sieht man jetzt der nächste. Gleich dahinter. Hm. Oh, wieder Nachrichten. Gut gemacht. Weiter geradeaus. Ich will aber da runter. Da hinten, ein bisschen über die Berge ziehen. Hm. Ich frage mich, wer die ganzen Nachrichten geschrieben hat. Muss es bestimmt ewig gedauert haben, die dann den Boden zu brennen. Will. Und schon eng hier. Komm jetzt, Adler. Only. In the ancient legends, it is stated that one day an undead shall be chosen.
the Undead Asylum in pilgrimage. To the land of the ancient lords. Lordran. Okay, keine Adler, aber Riesenkrähen. Achso, was ich ganz übersehen hatte, ich wollte ja eigentlich noch Kika AK08 grüßen. Tut mir leid. Bin ich untergegangen. So. Erstmal hier. Aufsteigen. Ach, das ist das, was wir machen sollen, richtig? Entfachen? Hm. Vielleicht reden wir erstmal mit dem Typ, der kann uns das bestimmt erklären. Was will ich mitnehmen? Der hat aber ganz schön viel Menschlichkeit für eine tote Leiche. Well, what do we have here? You must be a new arrival. Let me guess. Fate of the undead, right? Well, you're not the first, but there's no salvation here. You'd have done better to rot in the undead asylum. But too late now. Well, since you're here, let me help you out. There are, actually, two bells of awakening. One's up above in the undead church. The other is far, far below, in the ruins at the base of Blighttown. Ring them both, and something happened. Brilliant, right? Not much to go on. But I have a feeling that won't stop you. So, off you go. It is why you came, isn't it? To this accursed land, the undead? Okay. Na gut, dann erstmal nur Kilika. Auch schön, dich da hier dabei zu haben. Und ja, lebende Leichen haben weniger Menschlichkeit. Tja, so ist das halt. So, gehen wir jetzt hoch, ja? Ich weiß auch nicht, entfachen. Ist das nicht einfach nur ein Feuer entfachen, aber dann aufsteigen? Ah, leveln. Verstehe, verstehe. Ich weiß gar nicht, worauf ist es denn am wichtigsten am Anfang zu gehen überhaupt? Und wo sehe ich meine Punkte, die ich verteilen kann? Nein, warte mal. Runter, runter, runter. Achso, ich kann gar nicht zur Seite. Das ist das, was sich hier dann ändert. Ah. Zaubern bin ich ja eh nicht so Profizies, aber Beweglichkeit sollte ich, glaube ich, bleiben. Kondition, ist das nicht das gleiche wie Beweglichkeit? Belastung. Ja. Sehr verwirrend. Ja, dann machen wir einfach nochmal ein bisschen Stärke hoch. Beweglichkeit hoch. Qualität, vielleicht ein bisschen mehr aushalten. Ja, sieht doch eigentlich ganz nett aus. Ich mache jetzt hier keine Fehler. Ich denke schon, dass Beweglichkeit bestimmt sinnvoller ist als Kondition, was auch immer. Es ist doch... Ach, seht doch mal, Belastung geht jetzt gar nicht hoch. Das ging aber hier mit der Kondition. Ah, verstehe, einfach mehr auszuhalten vermutlich. Muss ich mehr schleppen können? Drei Physical Wege. Okay, Stärke, Bild, Beweglichkeit, Mix. Hm. Ach, bestimmt so ein Mixding irgendwie, aber ich glaube, ich werde mehr auf Beweglichkeit bleiben. Ich mache auch noch Kondition hoch, damit ich ein bisschen mehr schleppen kann erstmal. Ja, ich würde dann gerne den Beweglichkeit-Bild nehmen. Kannst du mir mal einfach mal aufschreiben, quasi. Das wäre richtig nett. So, aber halt Beweglichkeit natürlich und Vitalität, Kondition gehört dazu. Lasse ich jetzt so. Das war's mit dem Aufsteigen. Zum Klingen müssen wir jetzt nach oben laufen, schätze ich. Hallo? Das sind ja fancy Nachrichten. Oh, ein Gestenmenü. Schon so weit bin ich gar nicht gegangen. Kann man Status anzeigen? Na, das ist mein Status. Hm. Option auch nicht. Hm. Hallo? Hello there. I believe we are not acquainted.
Ich gehe erstmal. Have you business with us? If not. Ach so, jetzt hat er aufgehört zu reden. Aber ich höre dir doch zu. Ich mache nur was nebenbei. Ach nö. I believe we are not acquainted. I am Petrus of Thoroland. Have you business with us? If not, I'd prefer to keep a distance, if possible. Hä? So, na gut. Smash, smash. Aber so einen Wirbelwindangriff habe ich nicht, oder? Ach, dieses Zelda-Feeling. Na gut, ich lasse das wieder mit dem Pötten. Ihr meintet ja, da ist nicht so viel drin, wenn überhaupt. Will ich da runter? Ich glaube nicht. Noch nicht vielleicht. Was ist denn das hier für ein Gebilde, sagt man? Das ist doch... Also hier war der Guy. Konnte ich ja bestimmt da hinten noch irgendwo hochrennen. Das sieht sehr wichtig aus. Oh nein, da hat schon jemand gelootet. Na toll. Verflucht seist du. Noch irgendwo ein lebender Untoter? Auch nicht. Ich werde hier schon nirgends runterfallen. So, jetzt habe ich zwar das Zeug gefunden, weiß aber gerade echt nicht, wo ich hier noch hoch soll. So, Vitalität, Beweglichkeit, Kondition. Bis 20. Ja, ich bin halt, also die Sache ist die, entweder ich hätte halt von Anfang an irgendwie einen Krieger und Barbar genommen und wäre dann hier auf Stärke draufgegangen, aber das wollte ich ja nicht. Als Jäger, ohne hauptsächlich Pfeil und Bogen zu benutzen. Ach, hier geht's weiter, na gut. Was sind das für Geräusche? Ah, okay, diese Geräusche, okay. Es sind so viele auf einmal. Und tot. Boah, Leute. Können wir das nicht nacheinander klären? Einer kommt mit, genau so, und dann... Wow. Oh, Gottes Willen. Ja, ihr meint ja, ich sollte anvisieren, ne? Ach, Gottes Willen. Ja, ja, wenn ich hierher komme, machen wir das gleich nochmal. Bin ich gerade vergiftet worden? Was ist das? Was war das? Dieses kleine Skala-Dingsi? So. Aber, gelevelt bin ich noch, oder? Ja, okay. Ne, doch da hoch. So, guck, die haben werden hier bestimmt noch auf uns warten. Oder? So, erst hoch, dann. Ach, hier. An einer schönen Stelle gestorben, ich muss schon sagen. Ich hoffe, ihr macht immer schon den Death Counter immer noch aktuell. Boah. Habe ich da einfach so ein Schild durchgehauen?
kackig. Na kommt, na kommt. Nicht alle auf einmal, aber bitte kommt. Au. Die können viel besser parieren als ich, würde ich sagen. Oh, ach, Mensch. Ach, Blutverlust. Also blute ich dann einfach. Ah, okay, mit dem maximal 50% Schaden. Na gut, na gut, na gut. Ach, Mensch. Aber es ist schon richtig, die ganz normal zu fokussen und dann einfach zu schlagen, oder? Bestimmt. Bestimmt besser ausweichen erstmal noch. Ist das etwa die schwere Linie und es gibt noch eine andere? Also sind das doch schwere Geist. Okay, dann lasse ich es. Springe ich einfach ins Loch oder so, keine Ahnung. Ich sollte Glöckchen läuten, aber ich sind keine Glöckchen. Na gut, guck mich doch mal um. Aber ich muss bestimmt nicht ins Loch springen, oder? Krieg ich eigentlich Fallschaden? Ich probiere zumindest mal das Loch aus. Ist mir jetzt egal. Ich kann ja eh nur sterben. So. Hey, Kisten. Cool Stuff. Besagte Suizidmission. Ach so, okay. Also doch Fallschaden. Bestimmt aus einer größeren Höhe dann. Was sind das für Sachen, frage ich mich. Okay, jetzt muss ich kurz gucken. Also, Invasion einer anderen Welt. Ja, total. Keine Ahnung. Was haben wir noch? Also, was? Finsterzeichen. Nee, muss jetzt nicht sein. Für ein Köpflein habe ich nichts bekommen. Morgenstern ist natürlich stärker als das Kurzschwert. Was ist das Letzte, was da angezeigt wird? 4.0? Bestimmtes Gewicht von den Dingern. Kann ich die eigentlich auch einfach rausschmeißen? Nee, kann ich nicht. Darf ich ihn bitte wieder nicht ausrüsten? Ach, gebrochener roter Apfel, ein PvP-Item. Okay, danke. Gut, das werde ich dann niemals benutzen. Talisman? Hä? Soll ich mit einem Talisman kämpfen? Oder ist er nicht zu kämpfen? Ich den blöden Kackbogen ausgerüstet. Wo kann ich Stuff wegwerfen? Ach so, na gut, dann natürlich auch sehr intelligent, dass ich das Ding jetzt mit ausgerüstet habe. Du bist keine Waffe, die ich hier haben möchte. Okay, sehr schön. Hat doch funktioniert. Jetzt soll ich den aber... Hä? Soll ich den ausgerüstet? Ach Mann, was soll's. Ganz kurz mal gucken. Jetzt habe ich ihn... Genau, jetzt habe ich nämlich nur das Schwert. Jetzt muss ich zwischen Bogen und... Och nö. Das ist doch blöd. Blödfug. Hier bitte den... Wo ist mein Bogen? Wo ist mein... Bogen. Okay, okay. Ich krieg das noch hin. Menü ist noch offen. So, jetzt kann ich hier irgendwie weiter rennen. Oh mein Gott. Oh, will ich wirklich alles sammeln? Ich habe doch sowieso schon keinen Überblick. Ah. So. Oh, ein Talisman. Was macht der Mann? Achso, das ist natürlich wieder bei Items und nicht bei... Nein.
Blockiert bedingt die Regeneration. Okay, da brauche ich wieder eine Erklärung. Ist das jetzt bei den Gegnern? Also mit der Messi-Manie habe ich jetzt schon verstanden. Ich werde mal gucken, was ich wirklich sammeln werde. Ja, soll ich jetzt einfach rüberrennen? Ich muss mal kurz gucken. Ihr habt es doch geschrieben. Jetzt bin ich zu weit schon wieder. Über den Friedhof rennen und Loot sammeln. Wirklich? Moment. Wer hat die Glocke geläutet? Ich sollte das machen. Okay, dann flitze ich jetzt mal. Hui. Nur entweder zwei Hände. Oh Gott. Kacke. Wo soll ich denn überhaupt hin? Jetzt bin ich wieder am Anfang. Einmal rundherum. Ach, doch ein anderes Spiel. Also bin ich doch online. Mensch. Das war ein ganz dummer Fehler. So, ich hoffe erstmal, dass ich meine Ruhe ganz kurz kriege. So. Okay. Ja, mit dem Menü muss ich mal aufpassen, weiß ich. Aber ich verstehe gerade einfach nicht, warum ich online bin, muss ich ehrlich gestehen. Ich dachte, das muss man irgendwie auswählen dafür, aber gut. Ich darf die Glocke bestimmt aber trotzdem läuten. Ach, das ist ja wieder krass. Die fette Krähe da oben, ist mir gar nicht aufgefallen. Soll ich es jetzt überhaupt noch über den Friedhof probieren oder ist das wirklich nur, dass ich da einmal rumrenne, Sachen sammeln und dann war's das? Na gut, dann suche ich nach dem anderen Weg. Ich dachte ja, ich wäre gut in Wege finden. Oh, es sind vermutlich nur Irrwege, die ich finde. So wie den hier. Moment, war ich hier schon? Nein, aber das ist noch eine Leiche. Bomben. Nicht rollen. Rennen. Ich kann ja nicht springen. Einzigartige Gegner wären nicht resettet. Okay. Gut. So, der wollte eigentlich mit mir ein Geschäft machen, aber ich habe nicht ganz kapiert, was. Der wollte eigentlich gar nichts wirklich von mir, oder? Hallo, I realize that I have requested that we. But I also want you to know. Here. No. Okay, danke. I have to. So, what if I were to teach you some miracles? Would that please you? Was meint er mit Wunder? Haben. Wollen wir Wunder? Vor allem, wie hast du dich entschieden? Wie willst du dich entscheiden? Ja, na gut. Then first, a covenant with the gods. Eid, der weise Pfad. Will ich den? Der Dicke macht mir sowieso schon Angst. Ich glaube, ich will den nicht. Erstmal nicht. Speak to me if you have. Macht mir ein bisschen Angst. Okay. Na. Also am Anfang stand ja da bei der Charakterbeschreibung, ich bin eh nicht so mit Zaubern, aber. Mal gucken. Ich kann ja bestimmt mal zurück sagen, dass ich es doch möchte. So, das war die Falle ins Loch-Ding. Damit bin ich durch. Wir sind ja erstmal hochgegangen, also können wir nochmal runtergehen. Nee, warte. Komm, ich gehe hier. Ich hab geklappt. So, wir können nochmal hochgehen, wollte ich sagen. Hust. Hier war nur die eine Leiche, richtig? Wo ist überhaupt dieser blöde Turm? Das ist doch der hier vor mir. Spring! Kletter! Ich finde hier wirklich keinen Weg mehr.
Aber das sieht doch so aus, als muss ich hier lang. Mensch, hier ist sogar eine blöde Nachricht eingraviert. Ach so, na gut. Also mit der Charaktereinstellung, na gut. Dann mal abwarten, ob ich noch irgendwelche Zauber lernen möchte. Würde mich bestimmt eh total überfordern und dann werde ich am Ende einen können. Das wäre mich zu heilen und ein Feuerball zu schießen. Lass mich durch die Wand marschieren. Okay, wäre eine geile Idee gewesen, aber ist nicht. Heißt das, wenn die Nachrichten von anderen Spielern sind, dann kann ich auch eine Nachricht machen? Das wäre ganz schön fancy. Der Weg war draußen? Stimmt, hier unten habe ich noch gar nicht weiter umgesehen. Ich kann ja auch nach unten gehen, meinte er irgendwie. Ich habe keinen Plan, vielleicht sagt er mir nochmal irgendwas. Ach, hör auf. Ja, du bist auch voll lustig. Ich will noch mal eben gucken, mein Status. Ich habe gar keine Menschlichkeit mehr. Oh oh. Wann habe ich die denn verloren? Beim Level? So, hier geht's auch noch rum. Der andere Weg war ein Stück weiter rechts die Treppe an der Wand hoch. Die Treppe an der Wand. Wie viele Treppen an Wänden gibt es hier bitte? Aber ich gucke jetzt erstmal, wo ich hier lang komme. Vielleicht ist ja tatsächlich der richtige Weg. Oh. Hallo? Achso, ich bin noch im Kackmenü. Wieder vergessen. Keine Antwort. Sie kann ich reden. Flakon verstärken? Eine Feuerhüterin Seele wird benötigt. Achso, na gut. Was wir hier noch finden, an der Treppe. Ah, okay, also wenn ich sterbe, habe ich meine Menschlichkeit nicht mehr. Na gut. Stimmt, dann ist man ja irgendwie tot. Macht schon Sinn, macht schon Sinn. Hä? Jetzt gehe ich doch erst in den Keller. Ui. Oh oh. Ist das sinnvoll? Ich höre sie. Vorrichtung bewegt sich nicht. Finde ich gar nicht gut. Armer, namenloser Soldat. Ruhe und Frieden und so. Ja, voll daneben. Kämpfe ich überhaupt richtig gerade? Ja doch, ich stehe hier ganz normal. Ach, die nächste Suizidmission. Ja, dann gehe ich gleich wieder aus dem Keller raus. Ich habe keine Lust mehr. Ach Mensch, tut mir leid, ich kann da nichts dafür. So, nochmal ganz kurz die lange Nachricht lesen. Die Menschlichkeit, die du eingesammelt hast, ist in deinem Inventar. Diese Anzeige für Menschlichkeit ist für aktive Menschlichkeit. Ach so, okay. Ja, ich denke wieder ans Anvisieren, ist okay. Ich gehe mich wieder aus dem Keller raus. Ja, vor allem, man hört doch einfach diese ganzen, das ganze Gestöhne und denkt sich so, nee, hier will ich einfach nicht sein. Euch das an, das ist doch... Nee, ich gehe wieder. Also doch nochmal, ihr meintet ja irgendeine Treppe an der Wand. Dann suche ich mir auch mal eine Wand, die ich mir... Weiß nicht, ich glaube, die bin ich auch schon lang gelaufen, bestimmt. So. Hier ist noch ein Hebel. Vorrichtung bewegt sich nicht. Ach, das ist bestimmt für andere Spieler, dann können die bestimmt den Fahrstuhl runterrufen, wie sie ihn brauchen. Vielleicht finde ich ja jemanden, der ist ganz nett und sagt mir, wo ich lang muss. Der hat ja auch schon die Glocke geläutet. Oh Mann. Solche Probleme muss man haben, ist das? Hä?
Blutfleck berühren? Ist jemand runtergerannt? Ist da jemand gestorben? Nein, dann hört bloß nicht auf damit, mir irgendwelche Hinweise zu geben, sonst, ach nee, dann werde ich ja hier nie vorwärts kommen. Ey, ist schon wieder so ein Blutfleck gewesen. Hier rennt doch echt jemand rum. Aber ist er hier gestorben? Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist bestimmt nur so eine Markierung von ihm. Ist die Nachricht von... Ach, hier ist doch jemand gewesen. Hier. Achtung, vor dir, Verzweiflung. Hä? Verstehe ich überhaupt nicht. Doch Tode von anderen? Das macht keinen Sinn, der ist gestorben durchs Laufen mitten am Feuer hier. Ich hoffe, dass sie nett zu mir sind. So, ich muss irgendwo eine Treppe an der Wand sein oder sowas. Mal gucken. Ist das die Treppe an der Wand? Nee, hier war ja keine Treppe, weil hier war alles nur kaputt. Da runterspringe, tue ich mir weh. Blub. Ich überlege gerade, ob ich erstmal seinem komischen Alter folge. Den kann ich doch bestimmt im Nachhinein wechseln, oder? Also wenn da jemand mir was anderes anbieten möchte. Well. Aktuellen Eid widerrufen, diesen Eid leisten. Ja, machen wir erstmal. Gut. Du hast einen Eid geleistet. Now, let me share. Only their ultimate effectiveness will be determined by your efforts and your faith. Ah. Ich will mir Sachen andrehen, die ich mir nicht leisten kann. Schulterzucken. Okay. Nice. Come again. The effectiveness of the so, weiter rechts, immer weiter rechts, rechts, rechts. Ich guck nochmal. Aber doch nicht hier lang, oder? Nicht hier oben. Ach Mensch, wie bekloppt hier. Was ist da vor allem mit weiter rechts als rechts gemeint? Ja, weiter rechts als links, oder? Hü. Versuch's mit Rollen. Hui. Ah, cool. Das ist bestimmt auch von den Leuten hier nett geschrieben. Raus aus den Ruinen und dann rechts und immer weiter rechts. Das sind die Ruinen. Nochmal. Aber hier geht's wieder in den Keller. Vor allem, wo ist rechts von wo aus? Einfach da runterspringen. Ach Mensch! Und bitte sagt mir nicht, dass es jetzt wieder die falsche Richtung ist hier. Ah, sieht gut aus. Wer bist du denn? Du hast ein dickes Schwert. Ey! Der schmeißt mit Brandbomben, so ein Wicht. Versuchen wir es nochmal mit einem. Nein! Oh, der ist noch ganz, 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 ganz weit entfernt damit. Ja, ja, ich sehe, wie du schmeißt. Sieh, wie ich die Ziele übe. Und den da auch gleich. Den kriege ich bestimmt auch noch. Ja, schön. Macht einfach alle hart Party oder Party hart. Ist mir egal, wie rum. Ach, der Was? Okay, ist okay. Nein! Ich hab da gerade den Weg gefunden. Menno. Sind die alle wieder da? Ach, wie gut, dass niemand weiß,
Ich nehme einen Krempel neben. Nein! Ha! Weit daneben. Oh, so wie ich. Weil ich wieder vergesse anzuvisieren. So, diesmal aber. Ich habe gelernt. Au! Diesmal nicht. Ah, ich stehe in seiner blöden Reichweite. In seiner blöden Reichweite wollte ich gerade sagen, so. Mal ein bisschen recovern. Schießt der immer noch von da oben? Ja. Komm schon, hör auf mit den Schultern zu zucken oder so. So, du auch noch. Na, doch, der ist weg. Und der daneben. Wir gucken nicht, dass er wieder anhält hier. Schön ins Bein. Na, woran erinnert euch das? Okay. Die olle Seele da hinten. Nicht, dass ich auch mit so ende wie die. Schnell weg vom Abgrund. Okay. Es ist doch nie im Leben Nummer 8 mit dem Tod. Ach ja, so. Erstmal nochmal wechseln. Aber klar, so ein ganz dicker. Und ich muss mir das echt mal merken hier. Ist ja eigentlich nicht so schwer mit dem Anvisieren. Ja, die guten alten Abenteurerwitze. Ich verstehe gar nicht, warum wir jetzt verheiratet sind mit dem Pfeil im Knie. Komme ich hier eigentlich durch? Zu fett dafür, beim gespenstischen Dasein. In die Plüre soll ich gehen? Wow, what a wait, what? Bin gar nicht da, guck. Kriege ich das hin, ganz schnell die Waffe zu wechseln? Oder so. Macht sich echt ganz gut mit dem Bogen. Finde ich toll. Geh weg da. Der hat bestimmt den Typen gefressen. Ach Mann, ich brauche das nicht als Haustier. Das ist dann bestimmt abgeschlossen, schätze ich. Ja. Wie gut man diese Spielmechaniken schon so ein bisschen beherrscht. Viel Erfolg. Ach man, das ist echt aufbauend eigentlich. Wow, wow, wow. Wieder vergessen. Nicht den, nicht den. Oh, Gottes Willen. Okay, jetzt. Braucht halt auch viel länger mit Schlagen, deswegen finde ich es ganz cool mit der ganzen Beweglichkeit. Ah, die Fässer sind bestimmt genauso nutzlos wie die Vasen. Oh, das ist der nächste. Au! Au, Kacke. Ja, jetzt weiß ich warum. Au! Ey, damit habe ich nicht gerechnet. Okay. Durfte ich hier hinten eigentlich noch lang? Nee. Mystischer Nebel und... Oh, Gottes Willen. Oh, Gottes Willen. Ich glaube, ich kann mittlerweile auch schon mal bald wieder leveln. Wir wissen, was da steht. Bösewicht. Okay. Okay. Okay, warte, das muss ich ganz kurz mal. Darf ich mir. Das ist ja nur das Menü, ich bin ja hier nicht in Pause, aber ich muss jetzt einen großen fetten Text noch durchlesen. Mir liest ja leider keiner vor. Der Abenteurerspruch. Ich war ein Abenteurer. Doch dann bekam ich ein Pfeil ins Knie. So. Kommt aus dem nordischen Raum, genauer gesagt von den Wikingern.
Da der Mann sich zum Antrag hinknien musste, sagte man, er hat einen Pfeil ins Knie bekommen, weil er ein Wikinger sonst nicht auf die Knie ging. Ach so. Ah, das ist natürlich echt fancy. So, sind wir alle ein bisschen schlauer. Ich dachte einfach, da hätte sich jemand was Cooles einfallen lassen, aber okay. Was ist da? Da komme ich her. What? Vorsicht, wo ihr langfliegt. Ich trinke noch mal was. Hallo, ihr da. Oh. Ha. Oh, Kacke, Kacke, Kacke. Ah. So, ich habe euch durchschaut. Wollt mich einfach nur angreifen. Ah, schon noch daneben. Ich habe ein Schild. Das hilft. Oh, der hat eine fette, geile Armbrust. Wer hat denn das hier hingeschrieben? Meister. Er lässt mich nicht von mir ab. Moment, was war das? Ah, da oben. Na, ach, das sind vielleicht zwei von denen. Ich kann damit nicht anvisieren. Naja, gut. Hä, ach so, ich habe keine Pfeile mehr. Wann ist denn das passiert? Ich glaube, dann habe ich auch keine mehr, richtig? Nee. Oh, oh. Ich fand die so cool. Ach ja. Wieso machen sich denn überhaupt die Emoticons fertig, Lisa, Mensch? Ein bärtiger Typ ist auch richtig geil. So, jetzt habe ich schon zwei Ehemänner. Ja, hoher Verschleiß. Merkt man das hier nicht? Vor allem, wenn die mir nicht ein paar Pfeile hinterlassen. Ja, hier zum... Oh, für Brüder. Ich fasse gerne Sachen an. Und so ist er gestorben? Achso, der ist runtergefallen. Das ist natürlich blöd. Ach, erstmal eine Sitzung machen hier. Kann man auch mal aufsteigen in den Himmel? Vitalität sieht eigentlich gerade ganz gut aus. Ich mach mal Zauberei zumindest auf 10. Stärke muss ich jetzt gerade eben ein bisschen... Achso. Ja, gehe ich mit der Zauberei wieder runter. Tue ich eh nicht. Aber Stärke mache ich mal eben eins hoch noch. Das werde ich wohl auch eher so auf 15 dann erstmal trainieren. Oder kriege ich hier nicht Pfeile aus den Dingern raus? Nein, nicht trinken! Oh, du Trottel. Und was war das gerade, den Typ, der da saß? Ich verstehe das nicht. Ich dachte, die Flakons füllen sich auf. Oder war das mit den 10 Stück irgendwie eine nette Geste? Ich bekomme jetzt doch wieder nur hauptsächlich 5. Ach ja. Na gut. So, was ist jetzt hier? Ich bin von diesen Typen traumatisiert. Seit Twitch Plays Pokémon. War eine harte Zeit. Hm. Anni, wenn du ein Stück zurückgehst und dann nach links kommst zum Händler. Wey, fuck, habe ich ganz vergessen. Oh Mann. Hallo. Ja, ich habe euch auch schon vermisst. Aha, ich komme von hinten. So, hier war da auch noch einer. Ah. Da hinten stehen auch noch ein paar Leute. Oh, der kann aber schön rennen. Ah, wieder vergessen anzuvisieren. Ich werde es ja lernen, wenn ich jedes Mal verletzt werde, ne? Jetzt konnte ich mich entscheiden zwischen blocken und angreifen. So.
ein Schwert. Habe ich das ausgerüstet oder habe ich ein Langschwert? Nee, eins von diesen 10.000 Kurzschwertern halt. Oh, ein fancy Zweihänder. Nein, lieber nicht. Dann brauche ich noch länger. Was ist denn ein Stück zurück und links? Das ist bestimmt im Arsch der Welt. Achso, da wo... jetzt habe ich schon wieder so viel geschrieben. Feuerbrandschein. Ich habe keine Ahnung, was der Feuerbrandschein... War das ein Item oder sowas? Ja, gut. Wenn ich unter 5 komme, ist der Feuerbrandschein... ach, die Firekeeper-Rolle. Ach so, okay, na gut, stimmt. Dann muss ich das dann wieder erhöhen. Ja, und da, wo die Leute stehen, das sah auch sehr interessant aus eigentlich. Kommt schon. Hä, was ist... Was? Was war das? Wechselt das doch nicht mit dem Anvisieren. Au. Das tat gar nicht weh. Ich muss sie bestimmt wieder richtig parieren, um die dann ordentlich zu verletzen. Ja, wer will denn jetzt von euch? Mensch, habt euch mal nicht so. Oh. So. Und du auch nochmal? Warum ist das überhaupt weggegangen? Na komm. Au, au, au. So meinte ich das gar nicht. Au. Nein. Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Och, nicht doch beim Nehmen. Der Ort, an dem ich zuerst war. Ich glaube, die sind mir auch ein bisschen zu stark hier. Hier gibt's. Da ging es auch nur irgendwie runter. Aber hey, hat quasi gar nichts passiert hier. So. Hallo? Anvisieren. Ganz wichtig, anvisieren. Wenn du den linken Stick nach vorn antippst, dann schlägst du deinen Schwert so. Nur antippen. Ach, das wird erstmal nichts. Mein Stuff ist, Menno. Jetzt muss ich mein Stuff ist wiederholen. Ort, an dem ich zuerst war. Damals unten im Keller. Wisst ihr noch? Warte, was war das? Achso. Schon da ist noch einer. Wow, 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 wow. Mal langsam hier. Soll ich mich jetzt einfach nur mein Zeug holen lassen? Aha, kaputt gerollt. Nee. Sie sieht cool aus. Umweg. Hallo. Well now, you seem to have your wits about. Then you are... Ja, können wir das schnell machen, bitte? Mist, Mist, Mist. Da. Das ist ein cooler. Ah, ich werde jetzt meine ganze Seele nicht hier ausgeben. Ich habe nur Angst, dass die Typen gleich hinterher steigen. Aber 100 Pfeile für den Anfang. Ich schieß so gerne. So, meine ganzen Seelen verballert. Thank you kindly. Ja, ich lasse mir nicht gerne Zeit zum Einkaufen. Ich weiß halt, was ich will und dann hole ich das und dann gucke ich auch nicht rum, was es noch so gibt. Was ist das hier? Nein! Ach, Mist, ich habe mich doch gesehen, aber... Ey. Ah, warte. Die langsamen gefallen mir. Sehr mysteriös. Ich weiß gar nicht, wo ich überhaupt hin sollte. Es hört irgendwie nach oben. Ah, das ist ja ein Umweg, richtig? Ah, ich wollte da hinten eigentlich ja hin, ja. Au, jetzt... Ah, ich sollte meinen Blocken... Oh Gott. Uäh, der kam gleich mitgeflogen. Auch nett. So, ich bin manchmal echt nicht mehr ganz sicher, ob ich jetzt schlagen oder blocken soll. Ah, kommt ihr von alleine?
Oh, die sind echt schnell, Kacke. Da sollte ich ein bisschen besser aufpassen. Bei dem kann ich bestimmt auch irgendwann meinen Krempel verkaufen oder so. So viele Nachrichten. So viele waren schon vor mir hier und haben Wurfmesser gefunden. Hier. Versuch's mit Springen. Ich würde da jetzt einfach nur darunter springen, aber... Wirklich? Soll ich hier mal runterspringen? Okay. Jabalabadu. Au, was? Du lebst noch? Das kam unerwartet. Oh Mann, oh, den anvisieren bitte. Warum trägt er jetzt seinen Kumpel weg? Ey! Das mit dem Anvisieren ist schrecklich. Das ist einfach schrecklich. Oh, ein Helm. Gleich mal aufsitzen. Die Zeit muss sein. Guckt, wie fancy ich jetzt aussehe. Und meine schönen Haare nicht mehr. Auch ganz ruhig. Was habe ich getan? Ich bin doch kacke Mühe drin, kein Wunder. So. Ich sollte ja irgendwie nach oben. Jetzt gehe ich nach unten. Viel Erfolg. Ist das hier wieder sowas, so eine Secret, du wirst hier sterben Mission? Moment mal, ist das hier nicht der Anfang? Ja, hier komme ich doch her. Ganz kurz. Ich glaube, wir sind jetzt bei Tod Nummer 9, oder? Wirklich? Nicht schon noch mehr? Beim Rennen Kreis drücken. Also Kreis ist in der Regel ja dann B. Ich habe leider einen Xbox-Controller. Ich weiß nicht, ob es für den PC auch andere gibt. Beim Rennen Kreis? Kreisknopf? Was ist ein Kreisknopf? So ein alter Mann, so ein Kreis? Achso, hey, hier. Ach stimmt, hier war ich, deswegen waren die Gegner wieder da. Kein Wunder. Ich bin auch echt ein letzter Trottel hier. Oh Mann. Das habt ihr gar nicht mitbekommen. So, die da oben waren ja weg. Ich würde gerne nochmal speichern gehen. Jetzt habe ich auch meine Pfeile wieder. Deswegen bin ich überhaupt erst zurückgerannt. Aber war ein netter Umweg. Bin ich wieder am Anfang gewesen und so. Eine Leiche auf dem Dach gefunden und so. Oh, puh. Ach, Steam akzeptiert jetzt auch PS4-Controller. Der ist noch viel abgefuckter bei mir. Den darf ich eigentlich gar nicht mehr verwenden. Ich muss mir unbedingt ein paar Aufsätze kaufen. Was? Wow, wow, wow. Kollege, Kollege. Achso, ich habe gerade gespeichert. Ach, ich vergesse es immer wieder. Bleib da, wo du herkommst oder sowas. Mut. Kommt der hier noch hoch eigentlich, der andere? Ja, kommt der gerade. Hüllensoldatenrüstung. Oh, cool. Ganz kurz mal ausprobieren. Bestimmt besser als so eine Lederrüstung. Ja, Rüstung 26. Ich verstehe die ganzen Symbole noch nicht, aber sieht erstmal besser aus auf jeden Fall. Was zum Henke? Es darf doch keiner sehen, Mensch. Okay. Achso, mit meinem PS4-Controller habe ich eigentlich gar nichts gemacht. Ich habe ihn nur benutzt und dadurch sind die aber auf den Knöpfen, die auf den Sticks, diese, Plastikgummi-Sachen langsam abgefingert. Ich krieg das noch hin mit dem. Krieg das noch hin? Dass ich den Bogen wieder. Ich habe eh noch keine Pfeile ausgerüstet. Das sollte ich gleich mal machen. So. Ich hab's abgefingert, so. Okay, einfach nur pure Benutzung ist das. Das ist jetzt immer so lapprig und rutsche ich immer ab, wenn ich das jetzt benutze. Das habe ich das letzte Mal gespielt. Ach ja, Horizon habe ich jetzt nochmal auf 100% nochmal neu gespielt. Und wenn man da gerade so viel ausweicht, dann ist das echt
unangenehm. Oh, ich stehe doch gar nicht mehr neben dem blöden Haus. Schieß mitten einfach in die Eier rein, dann ist der auch zufrieden. So. Hat noch ein bisschen Spaß gehabt in seinem Leben. Okay. Ah, ja. Alter, ist wieder jemand gestorben? War ich das? Nie. Aber er ist gerannt und dann ist er gestorben. Ist da noch... Da ist ja noch jemand. Ey, ich werde behindert. Irgendwie kann ich wieder mit dem Pfeil und Bogen so... Der könnte mich tatsächlich treffen. Könnte. So. Du da hinten. Ich sehe dich schon die ganze Zeit. Du da guckst... Oh, Kacke. Den habe ich nicht gesehen. Na, dann komm mal mit. Wir machen das hier auf der Brücke. Wow. Ach, was war bloß? Hallo? Wer bist du? Ah! Ah! Gemein. Er ist ein Böser. Öffne. Lass sich auch hier nicht öffnen. Ich würde gerade sagen, ich höre so viele Leute rennen. Da hat jemand drin gekämpft. Ja, erstmal den Tisch zauen. Ey, war ich doch nicht zurück? Was ist das für ein Wummern? Brauchst Blocken. Okay, danke. Ah, ja, ja. Wow, 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 okay. Wie ist denn der jetzt ausgerastet? Darf der das? Ach du Schande. Ich habe getreten? Wirklich? Irre. Habt ihr das gesehen? Ich habe es nicht gesehen. Kann ich das nochmal versuchen? Nee, das war Rollen. Aber hey, hier ist eine Kiste. Hat bestimmt auch jeder gehört, dass ich jetzt in diesem Raum bin. Wir wissen, was da steht. Nein, nicht... Ach Mann. Jetzt. Hier. Ich finde, dort ist eine viel bessere Beschreibung. So, kam der jetzt eigentlich her? Hier ist gar nichts. Ist überhaupt irgendwas? Nein, du sollst das nicht trinken. Oh, ich bin immer zu blöd für eigentlich Rollen oder sowas und dann ja, mache ich sowas. Was mache ich jetzt überhaupt? Oh, ich... verschwende gerade all meine Tränke, weil ich eigentlich irgendwie was machen möchte, aber nö. Okay. Die Wand zerstören oder was? Versteht dieses hier nicht? Vielleicht war draußen noch was? Ja, genau. Achtung, vor dir, Soldat. Bin bereit. War das der mich umgecharged hatte? Kleinen sind doch da nicht so. Wow. Au. Au, 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 au. Oh, ich hasse die. Die sind ja richtig, richtig dreckig von ihm. Ich könnte ja auch Brandbomben schmeißen, aber naja. Sollten wir eigentlich vor den Mimics warnen? Die wird nie wieder normal an den bestimmten Dinge rangehen. Ach so, doch, ich habe davon schon gehört irgendwie, das ist irgendwas, was sich irgendwie als Einrichtung tarnen kann oder so und einen dann ganz böse angreift oder so, war das nicht? Irgendwie sowas in der Richtung. Guck mal da rein. Ein Generalschlüssel, was habe ich den denn? Ach, das stimmt, das war ja das Item, was ich mir ausgesucht hatte. Achtung, vor dir, Feind, ich gehe wieder. Aber das ist eine Kiste. Kommt bestimmt gleich hinter mir hergesprungen. Goldharz. Soll ich das verscherbeln oder mir ins Gesicht schmieren? Ich habe keine Ahnung, was ich mit Goldharz soll. Ein Turm. Guck mal, ich bin ganz groß. Was ist
eine eklige Rüstung von dem Typen. Aber der hat jetzt seine doch noch an. Kommt der hier jetzt den Turm hoch? Macht der aber schön. Gehe ich jetzt hier mit? Schade. Ich würde so ganz cool mich draufschmeißen. Naja. So. Hallo, Light Rider. Wie lief's bisher? Ich habe keine Ahnung. Ich kann das gar nicht einschätzen. Bestimmt voll gut, ne? Ich kann schon anvisieren. Na. Oh, da müssen wir ein bisschen Ausdauer besorgen hier. Der heilt sich in der Zeit. Kein Problem. Warum kann ich eigentlich keine Tränke looten? Es sind gar nicht 9 Tode gewesen, es waren bestimmt mehr, auf jeden Fall. Okay. Ich werde mich da auch nicht spoilern, was diese Mimics angeht. Ich sollte rennen das nächste Mal. Einfach rennen. Oder sowas machen. Coole Rolle. Au, nicht in den Arsch, wenn ich mich gerade heile. Das ist ja ganz gemein. Geh jetzt. So. Ach, Kacke. Kacke! Oh, Mann, ey. Ja, kann ich mich irgendwo nochmal heilen? Nochmal auffüllen? Zurücklaufen? Will ich das? Geht doch eigentlich viel um Backtracking hier, oder nicht? Was? Black Knight oder nicht Black Knight? Ich gehe jetzt garantiert nicht runter rechts. Das ist doch bestimmt dieses, ja, da hinten irgendwo gewesen, bis da runterging. Nein. Ich überlege gerade, ich würde gerne nochmal irgendwie mich so Feuerchen machen. Wo ich dann alleine weinen kann. Hä? Na gut. Das ist bestimmt hier unten rechts, wo ich hingehen soll, ne? Ah, Mann, ey. Ich finde, das hier oben sah viel schöner aus. Gefahrenzone. Ich will Feuer. Ja, auch wenn es da was ganz Tolles gibt. Wenn, dann will ich erst vorher ein Feuerchen haben. Auf Eidechse. Wie? Eine Eidechse? Nicht eher so eine Ratte? Hm. Wenn ich durch den Nebel gehe, komme ich bestimmt so schnell nicht wieder zurück. Es sei denn, ich sterbe. Zu Havel. Was ist denn Havel? Was haben denn die alle für behinderte Namen? Ich meine, so einfallsreich. Es hört sich so gefährlich an. Ah, ich bin der Havel. Ich töte Leute. Auch zum Spaß, nicht nur für Geld. Nee, macht mir keine Angst, tut mir leid. So, dann gehe ich jetzt da runter gucken. Vielleicht ist er ja ein Lagerfeuer. Oh oh, der sieht böse aus. Haha, vorbeigeschlichen. Oh. Das stimmt für alle, die irgendwie eine Rettung suchen, dann da runterrennen. Hallo? Räum mal die Fässer oben kaputt, als ob das irgendwas bringen würde. Soll ich es wagen? Ich sterbe ja sowieso gleich. Da ist eine Seele dahinter. Mit irgendwas Blutartigem. Wenn ich ihn einfach in den Kopf schieße, ist das bestimmt Insta-Hit. What? Quasi gar nichts gezogen. Hallo? Oh, Kacke. Nein, nein. Geh aus diesem Menü raus. Der sieht voll mächtig richtig geil aus. Au. Zisch. Wie das einfach keinen Schaden macht. Hä? Hä? Was willst du? Wenn ich oben sterbe, kommen erst mal die Boys Kacke. Der hat einfach durch mein Schild gehauen. Black Knight. Ach, der ist der Black Knight. Okay, wir haben nett gekuschelt. Er hat mich ganz lieb
habt und... Oh Mann. So. Jetzt ist alles wieder voll hier. Aber das speichert doch sicher auch, wenn ich dann hier... Ach, der mich mal anspringt. So, ich kann das schon richtig gut. Ich kann das anvisieren. Ich kann blocken. Nur noch nicht schnell zwischen Pfeil und Bogen wechseln. Ah, doch, das geht auch schon langsam. Das sind die Typen, die wurden nur arrangiert, um hier Brandbomben zu werfen, ne? Die kennen bestimmt auch unendlich von den Dingern. Wo stehe ich denn jetzt hier eigentlich? Ey, oh. Ich kann mich da bestimmt noch ein bisschen... Oh, oh doch, ich habe getroffen. Das trifft wieder nicht. Ich bin halt echt vorsichtig, ne? Da wäre ich nicht zu Black Knight gegangen, aber man muss ja seine ganzen Freunde mal kennenlernen. Achso, ich glaube, ich schieße hier gleich nochmal eine Runde. So. Will der andere nicht auch losrennen? Na gut. Guck mal, der andere ist da gerade durch die Tür gestürmt schon, oder? Ja, oh Kacke. Na dann komm doch. Au! Wieso darf der einfach durch mein Schild durchpiercen? Das war zu offen, Kollege. Jo, einer müsste da ja noch stehen. Diese anhänglichen Typen immer. Da muss ich nicht mehr rein. Der eine hat da hinten nochmal mit. Ja, genau, mit dem Brandbomben geworfen. Den hole ich gleich mal raus. So. Verloren ist gut. Zurückerlangt. Gelobt sei die Sonne. Ja, Praise the Sun habe ich aber noch nicht erlebt, ne? Kenne ich ja noch gar nicht. Ah, wo kommt die? Achso, stimmt. Oh, ist auch noch einer. Ganz vergessen. So, kommt wieder der nächste. Oh, der ist ein ganz langsamer. Der ist ganz langsamer. Ach man. Hab dich mal nicht so. Gehe ich noch hoch? Ach nee, lohnt sich nicht. Pass auf, Distanzkampf. Stimmt, die da oben könnte ich mal noch um, bevor er mir die Nachricht kann weg. Danke. Geht nicht gehen? Bestimmt, oder? Oh Mann. Ja. Kann mir sein blödes Ding nicht hier runterschmeißen auf Kopf. Das ist das Ding sogar ganz verschwunden. Na gut. Ich hab dann jetzt hier schon wieder rumgekritzelt. Pass auf, Schlüssel. Pass auf. Hä, was war das denn? Au. Was? Ach, hat mich jetzt der Typ vom Turm getroffen. So ein Arsch, ich hätte ihn doch umlegen sollen. So, ich sollte gleich mal ein paar Fässer umrollen, ne? Ich nehme den Rollen nochmal an. Achso, stimmt, ihr wollt ja, dass ich auf irgendwelche komischen Viecher stoße, ne? Eidechse immer noch. Nein! Da war tatsächlich mal was drinne. Ach, das ist so ein Ding. Warte, bleib stehen. Ah, schöne Ecke.
Funke-Titanit. Das Funke, kann ich das verkaufen? Bestimmt richtig ordentlich Cash dafür. Achso, da ist, fügt der... Wer fügt Waffe der rechten Hand Blitze? Achso, ich habe gerade vorher erschrocken, weil der so ein Typ durchgerannt ist. Ein Blitz hinzu, das hört sich eigentlich ganz cool an. Und jetzt habe ich gefunden... Hä, was habe ich denn gefunden? Verstärkt. Sonst nicht verstärkbare Waffen. Oh, cool. Das hebe ich auf jeden Fall auf. So. Anni, kleiner Tipp für den Black Knight. Erst ausweichen. Nach ein paar Angriffen bleibt er dann stehen. Zu deinem Schwert in den Arsch schieben. Ja. Hört sich eigentlich ganz cool an. Mal gucken. Also, ich würde mich dem jetzt nicht nochmal stellen. Das ist was für Leute, die da voll Bock drauf haben. Ich will jetzt erstmal durch den Nebel weitergehen. Ach, ich bin ja noch im Menü drin. Arr, dieses Menü. Schrecklich. Ach, wo sind die Drachen? Die müssen hier wieder lang fliegen. Geschafft. So, wie sich das gerade anhört, habe ich hier gar nichts geschafft. Au. Ach, von hinten. Das ist ja dreckig. Na, mal kurz abwarten. Das sollte noch treffen, ne? Au! Oh Gott. Okay, nach hinten gehen. Oh, ich sollte es einfach lassen. Ich sollte es einfach lassen. Kacke, 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 kacke. Crap, 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 crap. Und dann wurde ich panisch. Warum habe ich jetzt Menschlichkeit ausgerüstet? Ich sehe mich das gleich wieder wiederholen hier. Ja. Da hat er mich. So, ist das jetzt hier? Ist das hier? Also, schreibt sich auf bei Spielen für Anni ein unauffälliges Menü entwickeln. Ach ja, okay. Und den ganzen Weg nochmal nach oben. Ich weiß halt nicht, ob ich den Typen vom, ja, von diesem Dach da erstmal runterholen sollte. Wenn, solange der Taurus da noch nicht angerannt kommt, bestimmt voll sinnvoll, sonst haut der mir die ganze Zeit Pfeile in den Arsch. Aber ich weiß nicht, wie ich bei dem am besten vorzugehen habe, ganz ehrlich. Also ich bin jetzt mal richtig mutig, ihr seht schon... Ah, jetzt habe ich gerade nichts mehr... Die will er den anderen an hier. Das ist auch ein Hin und Her. Die werden auch die ganze Zeit Zeug auf mich schmeißen, schätze ich. Richtig friendly guys hier. Au! Mein Fuß! Oh! Wieso leben die denn noch? Okay, warte mal. Warum sind das jetzt vier und warum haben die mich jetzt einfach abgeschlachtet? Okay, ich werde die Feuerviecher vorsichtig ausschalten. Joa. Ach, Mensch. Dachte er nicht so, ja, es geht weiter, der große Big Fight und so. Tot. Einfach nur tot. Au, was war das denn? Das war, wenn man nicht aufpasst. Ich glaube, ich gehe gleich mal. Ich setze mich nur kurz ins Feuer. Denkt noch mal über mich selbst nach, was ich hier eigentlich mache. So. Hä, sind jetzt alle meine Seelen weg? Weil ich jetzt doppelt gestorben bin? Kann ich meinen Krempel hier mal aufsammeln? Oh, toll. Hä, hab ich die jetzt weggeschubst? Was denn bitte? So. Nee, gegen euch will ich gar nicht kämpfen. Okay, dann werde ich immer schön artig. Wow, 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 okay. Au. Sehr unhöflich. Von hinten in den Pelz gesprungen.
Ey. Willst du nicht? Doch, jetzt. Ich find's gut, dass die einen einfach mal nicht treffen. Kommt jetzt schon wieder einer angerannt? Nee. Alles Einbildung. Okay, gut, gut, gut. Der ist weg, okay. Wow, aber der kam jetzt angerannt. Er trägt den Pfeil mit sich rum, wie so ein Andenken. Oh, jetzt war ich viel zu langsam. Oh, hier ist schon wieder Menschlichkeit ausgerüstet. Das geht doch gar nicht. So. Alles weg. Alles weg. Wir kommen bei Dark Souls. Die erste Runde schafft man stirbt. Keine Ahnung. Ich bin dann schon eine Weile. Schwäche Tränen. Soll ich jetzt weinen und dann haben sie Mitleid mit mir oder was? Moment, wo ist mein Schild hin? Ist der jetzt weggedamaged? Jetzt muss ich eben nachgucken. Aber der ist doch noch hier, linke Hand, Großschild. Ach, ich hab den weggedrückt. Oh, Gottes Willen, ey. So geht's los, ne? Wenn's so nicht zu Ende geht. Zum Beispiel so darüber schießen. Boah. Meine Augen so schlecht geworden. Okay. Wieder rein in den Kampf. Nein, sieh doch mal bitte den hier an. Was soll denn das? Was war das jetzt? Warum kriege ich jetzt auf einmal so viel? Das verstehe ich nicht. Oh ja. So, will einer von euch mitkommen? Der sieht doch echt freundlich aus. Mach das jetzt ganz vorsichtig. Au! Toll, dann springen sie natürlich alle auf eine. Den langsamsten habe ich doch nicht erwischt. Kriege ich hier wieder was zurück? Tür zu, Affe tot. Okay. Ja, ich bin der Affe, der gestorben ist, ne? So, gucken, wo ist der hier? Nicht nochmal Aua. So, immer noch gelobt sei die Sonne und Distanzkampf. Könnte man auch mal wieder machen, ja. Also da eh wieder blocken. Ah, jetzt war ich zu langsam mit dem Blocken. Ach, ich drücke die immer weg, ich trottel. Ich will die damit benutzen. So. Hier so. Ich habe schon wieder so viel geschrieben hier. Mensch. Dark Souls müsste ich auch mal wieder spielen. Die 5 Runs sind einfach nicht genug. Das ist echt 5-mal durchgespielt, meine Herren. Bevor wenn ich es einmal geschafft habe. Oh Mann. Ja, ich werde auch lieber zugucken bei Leuten, die das können. So. Haha. Ah, da ist noch einer. Das finde ich gar nicht nett hier. Das finde ich gar nicht nett. Warum waren da auch schon so viele? Habe ich die einfach besiegt? Okay, ich weiß gar nicht, wie viel so ein Flakon dir genau heilt. Aber ich schätze immer mal so knapp die Hälfte. Die letzten drei würde ich mir auf jeden Fall jetzt aufhalten für den Taurus nochmal. Oh, das war so ein Tritt. Und der ist gesprungen. Mensch, so viele neue Sachen. Okay. Ist der Typ da oben noch? Nee, der ist jetzt runtergerannt. Na gut. Dann kommt die Bombe doch nur einmal, schätze ich. Also die Fässer sind mir jetzt aber mal egal. Ich werde jetzt einfach... Pass auf, Monster. Hm. Okay, ich werde gleich... Erstmal den Bogen nehmen. Ich
könnte das ja mal streamen, wenn ich immer jemand... Ach ja, genau. Ach, wir werden halt immer alle die ganze Zeit streamen, das ist halt blöd. Wir müssen uns einfach mal mit unserer kleinen Community besser absprechen, glaube ich. Einfach alle wollen streamen und dann ist immer so, ja, der streamt dann von dann bis dann 3 Stunden, der dann von dann bis dann und dann immer ist der und der da Mod. Dann haben die Leute zwischendurch noch Pause, das muss man echt einfach mal alles klären bei uns hier. So. Komm her, Kollege, komm her. Bloß nicht jetzt runterfallen, ne? Ich kann auch einfach hochklettern. Nee, kann ich. Kann ich? Kann ich, oder? Ja, schön. Okay, ist natürlich noch viel... Ich kann gar nicht wechseln. Ah, das sind gleich 2 Typen. Ich gehe wieder runter. Schön in Bewegung bleiben. Nee, jetzt greift doch nicht den da an, da hinten. So, jetzt aber. Ah, sehr schön. Okay. Hihi, ein Talent. So. Und dann gibt es Manu und Evo, die 6 Stunden online ohne Pause streamen. Ja, das ist ein bisschen blöd. Also ich finde das eigentlich, mir reichen theoretisch auch schon so, ich meine, ich habe jetzt schon 2 Stunden. Ich weiß, dass ich schon den ganzen Tag wie am PC sitze und spiele. Und irgendwann ist halt auch mal genug, aber ich glaube, das muss man immer dann erst abschätzen mit so 6 Stunden Durchstream. Oh Gott, einfach schrecklich. So, jetzt kommt der Fette. Ich hätte gern eigentlich mal nach oben vielleicht noch ein paar Bomben gelegt. Geht das? Das ist gerade die Frage. Benutzen, ablegen. Ne, so will ich das nicht benutzen. Mann! Kann ich ihm was nach oben noch legen? So, ich gucke nochmal eben meine Ausrüstung durch. Da habe ich aber auch nichts. Ich könnte den coolen Zweihänder noch nehmen. Der ist ein bisschen schwerer dann. Oder macht der einfach nur mehr Damage? Ich muss den kurz probieren. Wir tanzen hier rum, war ich das? Oh, sieht das fancy aus. Achso, ich muss meinen Schild wegpacken. Und dann darf ich den bestimmt auch... Alter, ich komme damit ja gar nicht klar. Warum ist da so ein X? Hm. Es geht wieder zu schnell hier. So. Ach ja, gut. Der arme Chris muss nur wieder weinen. Und ja, hallo an Santrop. Ja, das ist mein erstes Mal Dark Souls und ich bin völlig verwirrt. Ich will mein Kurzschwert wieder. Ich finde das nicht okay. Oh, ein Speer. Hm, neue Waffen. Bloß nicht jetzt am Anfang ausprobieren. Okay, gut. Ein Schild wieder und jetzt kann es losgehen. Ich will noch ein paar aufmunternde Worte lesen. Geschafft. Toll. Wie aufmunternd. Zeherfeind. Ich weiß nicht... Ah, okay, da kommt er runtergesprungen. Ja, dann komm erstmal her. Oh, wie hat denn der mich jetzt gerade getroffen? Ich bin einfach schon vorsichtig. Aua, oder krieg das einfach direkt ab? Beim Rückwärtsrollen, okay. Ah, okay, okay, okay. Das tut weh. Nimm das und dies und jenes. Nicht. Aua, was. Ich will. Sein Gemächt hat mich verwirrt. Ah, okay. Das war's gerade. Nein! Oh. Nein! Und wieder verkackt. Okay. Achso, ich habe nicht die nötigen Stats. Okay, gut, dann habe ich das mal geklärt. Ach, Evo streamt auch schon wieder, Mensch. Okay. Ich will mal. Ach, ich habe jetzt meine ganzen Seelen nicht mehr hier. Ich möchte weinen. Ich will auf jeden Fall aber noch besiegen.
Ich will jetzt nicht an seiner Stelle hier aufgeben. Au. Unhöflich. Das haben wir in die Luft geschrieben. Achtung vor die Dickwanst. Flüche. Ich finde die Nachrichten eigentlich ganz nett mittlerweile. Ich muss schon sagen, man weiß einfach, man ist nicht alleine in diesem Chaos. Sie können einem zwar... Hä, warte, Moment, was war's? Warte. Nee! Danke, ich wollte jetzt eigentlich mal mit ein bisschen mehr Leben da reingehen, aber... Dann eben nicht. Wo ist jetzt mein... Stuff ist wieder hin. So. Ach ja. Ja, ich nehme gerne einen Tipp für den Boss. Ich kann bestimmt auch einfach wieder weiter vorbeirennen, aber... Ach nee, ich weiß schon. Ich werde bestimmt einfach wieder zurück nach oben rennen auf das Ding. Dann werde ich mal ein bisschen schießen und dann wird er bestimmt hinterher gesprungen kommen oder sowas. Na? Ach, kann ich den von hier vielleicht noch erwischen? Das macht doch mal hier mit. Mit... Na, da kommt er. Ach. Ach, Mist. Okay. Daneben. Ich auch. Komm schon. Hat sich das gelohnt? Ich muss aber sagen, ich werde langsam zumindest geübter, damit die Waffen zu wechseln. Das ist schon mal... Kleiner Vorteil. Nicht zu empfehlen, auf den Turm zu klettern, sondern wenig Platz zum Ausweichen. Ja, genau, Fallangriff hätte ich auch eher gedacht. Also neben dem dann, ich schieße erstmal, wenn er dann da dran ist. So, jetzt komm mal her hier. Hä, ja, nicht die, ach, diese Anvisierungszeugs. Das noch gebacken. Achso, übrigens, ich mache ja hier gerade die ganze Zeit schön ohne Facecam. Hat eigentlich ein bisschen den Hintergrund erst, weil ich noch einen Hintergrund habe. Und nicht mit, naja, wie sagt man das schon, Greenscreen arbeite. Aber zum anderen habe ich tatsächlich jetzt auch keinen USB-Port mehr frei, ne? Ich habe tatsächlich jetzt meine Facecam rausgenommen, damit mein Controller reingepasst hatte. Ich habe mittlerweile 4 Ports, die im Arsch sind. Ich muss echt mir nochmal einen größeren USB-Hub besorgen. Der ist voll, der reicht nicht. Na, unhöflich. Was ist das auf dem Turm bekämpfen? Ist ja voll lustig, wenn der mit hochkommt. Nee. Ich bin gespannt, ob ich es diesmal hinkriege. Mich einfach nur freuen. Okay, nein, hörst du auf? Hörst du auf? Das ist ja... Nein! Ach, bitte nicht. Wir sind tot. Natürlich sind wir tot. Hat jetzt wirklich jemand von euch gedacht, ich komme da einfach so wieder hoch? Natürlich nicht. Stadt der Untoten. So, na komm mal her. Oh Mann, bestimmt schon der 12. Tod. Und ich war da schon... Ey, lass... Der kommt bestimmt nicht mehr. Lass ihn doch einfach. Der kommt nicht mehr. Ja. Na gut, nee, wenn der mit hochkommt, dann ist schon klar, dass ich da nicht verweilen möchte. Ey, mach doch das Tür kurz wieder mit an. Gefühl gehabt, da ist jemand gelaufen, aber der steht da noch freundlich rum. So. Hätten wir auch wieder. Ach, ist der schon durch die Tür durch wieder? Hä? Nee, der steht da noch. Hallo, hier hinten, guck mal. Krieg ich den von hier? Auch geil.
Deine Deckung kann mir nichts. Das wird ja wieder nichts. Ey, visier ihn bitte an. Nicht irgendwelche anderen Leute hier. Ey, du hast keine Zeit für sowas. Ach, der 13. Tod schon. Ach Mensch. Ja, Motivation, mal gucken, ne? Ich bin ja eigentlich auch gerne so jemand, der irgendwie für Achievements sonst was für einen Dreck macht. Und wenn es darum geht, 500 Mal Spot zu verwandeln, das habe ich alles schon gemacht. Ständig sterben, so langsam mal jemand anderes ist, der mich getötet. Ich kann ja springen wie so ein Affe, Mensch. Was muss mit Tränen? Immer noch. Ich muss gleich mal mit reden. Vielleicht wäre er immer mit mir nach Hause kommen oder so. Dann sind die ja ganz nett zu mir. Ich will eigentlich gar nicht erst mit Pfeil und Bogen hier an der Stelle das versuchen. Ja, ja, ich weiß, du bist ein ganz gemeiner. Ah. Dann springen sie alle auf einmal los. Ja, einfach in die Boys rein. Klar. Richtig geil sowas. Manchmal bin ich bei denen so voll leicht, kein Problem, und dann wieder? Nee, gar nicht. So, ihr lasst mir ja die Zeit, ne? So, den eingesteppt, dich jetzt gesteppt. Ach, Mensch. Ja, ja, die wollen mit nach Hause kommen. Dann sind die ganz nett zu mir. Hm, bestimmt. Mein Stuff ist... Diesmal ist es nicht verloren gewesen. So. Macht sich immer noch am besten ohne Anvisieren mit dem Typen am Anfang. Nochmal Praise the Sun. So. Den ersten Schuss werde ich schießen. Ganz vorsichtig. Der kommt ja bestimmt auch gleich hinterher gerannt. Ach, diesmal nicht, Kollege. Beim nächsten Mal dann wieder erst. Die wollen nur kuscheln. So. Ach Mist, ich hab... Hatte ich nicht? Ach nee, ich habe ja gerade bei den Boys einen verbraucht. Schade. Mich gerade gefreut, mal eine Flasche mehr zu haben als sonst so. Da steht naiv. Ach, der hat ja... Schild schon. Ach Mann, oh. Kann ich den auf ihn draufschmeißen lassen auch hier wieder so? Mit dem Schwert natürlich. Was war das? Was war das bitte? Ich hätte ihn vielleicht vorher anvisieren sollen, ne? Hm. Ich lerne auch noch irgendwann dazu. Da kommt jetzt Stich zu. Da kommt schon der nächste. Lass mich wieder vorbei. Wir gehen nach oben. Au. Guck mal, der eine will wenigstens kämpfen. Der überlegt sogar mit hochzukommen hier. Sich abstechen zu lassen. Der andere ist schon vorsichtig, aber es wird ihm nicht lange helfen. Na komm, jetzt. So. Hüllensoldaten, Lendentuch. Lendentuch? Wollen wir das ausrüsten? Ist das besser? Scheint leichter zu sein auf jeden Fall und naja, die zwei Sachen macht es darunter ganz schön dramatisch. Weiß nicht, ich lasse das lieber. So, okay, da oben dürfte auch keiner mehr stehen jetzt. Und habe ich eigentlich meinen, ich muss ganz kurz gucken, meinen coolen Stuff ist verloren? Ne, mein Goldharz habe ich noch und meine... Doch, mein Funkelchitanid auch. Das habe ich behalten, richtig? Ja, alles gut, alles gut. Irgendwann werde ich den Boss auch besiegen. So, jetzt nächster Versuch. Wenn ich X drücke, vergleiche ich die Stats. Ach so. Kann ich gleich mal gucken nochmal. Bevor ich hier wieder in den Kampf sporte.
Ah. Ach, physische Abwehr, Hieb, Stoß, Schlag. Noch unterteilt. Magie, Feuer, Blitz. Okay, das sind, schätze ich, auch mal die Sachen, die es hier gibt. Ist natürlich doch viel besser dann. Außer bei Magie. Blitz, aber physische Abwehr auf jeden Fall hoch. Na gut. Lederhandschuhe haben wir keine besseren. Das ist die gleiche wie die. Na gut. Ich habe auch nur noch 21 Pfeile. Könnt ihr auch mit meinem Kumpel mal wieder besuchen gehen. Ach ja, wir gehen wieder aus dem Menü raus erstmal. Dann mache ich die erstmal kaputt da oben. Die warten nämlich schon auf einen. Wow, wow, wow. So, erstmal ein bisschen auf Abstand. Ey, jetzt wie sieht doch den anderen wieder an. Das geht gar nicht. Ich finde das so schrecklich. Das hätte jetzt echt nicht sein müssen. Okay. Nochmal durchatmen und so. Okay, ich werde erstmal ganz vorsichtig runterklettern. Kacke. Ich nehme erstmal einen Trank, meine ich. Und mal gucken, erstmal hin und her rennen. Komm, Dickerchen. Komm. Das ist er doch schon. Ja, also wenn er da auch schon so runterspringt, der weiß auf jeden Fall, wie man hier lang rennt. So schön schnell. Das ist er nämlich auch schon. Warte mal bitte da unten. So. Hey! Ich habe vergessen, ihn anzuvisieren, richtig? Ja, okay. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Lass ihn bitte in Ruhe. Jetzt klettert er da nochmal hoch. Er ist noch nichts verloren. Noch nicht. Das war meine letzte Aktion, ne? So, diesmal aber. Ey, du... Ich versteh's nicht. Ich versteh's nicht mit dem blöden Springen. Roll da jetzt weg. Oder lass dich halt töten. Ist okay. Nein, eigentlich nicht. Mann, meine Güte. Gott, ich lebe noch. Ich lebe noch. Ey. Was mache ich hier bitte gerade, ne? Achso, mit dem Anvisieren geht das nicht weg. Wie mache ich das nochmal mit dem Sprungangriff? Ich dachte einfach nur, RB würde ausreichen, wenn ich das gedrückt halte. Aber das scheint irgendwie nicht nur zu funktionieren. Au. Ja, das war's gleich. Ich sehe es schon kommen. Wieso rolle ich denn gerade? Oh oh, oh oh, der hat mich an der Tür hier. Er hat mich gut, er hat mich hart. Er hat mich zwischen seinen Beinen. Der lässt mich hier nicht weg. Okay, na, ich habe da immer den kleinen Schlag gedrückt, der hat mir nicht gereicht. Blöd. Also dieses RB habe ich halt gedrückt, aber dann halt doch noch was anderes probieren. Und auf ein neues. Ach, wir sind ja wenigstens gleich am Anfang da wieder gestorben. Na? Ich weiß auch nicht, wie lange ich da brauche, um zu denen hinzukommen, aber das dauert auch schon eine Weile. Da hat mich jetzt echt nochmal verletzt. Finde ich nicht okay. Und ich verbrauche halt meine Pfeile. Das ist ja das, was mich am meisten ankotzt. Die bekomme ich ja leider nicht zurück. Da muss ich bald wieder einen Ausflug machen. Da-da-da. Aber ich finde das mit Pfeil und Bogen halt recht sicher, deswegen finde ich das, ist das hier immer sehr angebracht. Wo ist er denn jetzt wieder hin? Versteckt sich. Er ist weg. Wo ist der denn hin? Nein, ich war ja schon draußen. Okay, das verunsichert mich jetzt echt. Ich dachte, da bestimmt noch irgendwo rum. Neun Pfeile habe ich noch. Das nächste Mal, wenn ich sterbe... Oh nein, oh nein, oh nein. Muss ich auf jeden Fall erstmal was kaufen gehen. Kam jetzt von hinten schon wieder einer? Du Bastard, ey.
und wieder was trinken. Habe ich das bisher nicht gefunden? Achtung, vor dir, Feind. Ja. Sie lesen Versuchs mit Untote. Ach so, nicht Feind, sondern Untote. Okay. Ach man, die ärgern mich sowieso am meisten. Hier, jetzt kommt mal weg, blöde Nachricht. Ah, das ist kacke. Ich habe ja sogar keine Deckung. Ist gerade einer von denen weggerannt? Oh Mann, die machen mich einfach kaputt hier, die Jungs. Die sind gar nichts im Prinzip und mit denen lasse ich mich immer richtig ordentlich ein. Du kannst versuchen, während dem Fall öfters RB zu drücken. Am Anfang kann das Timing ein bisschen komisch sein. Okay. Gut, dann lieber nicht gedrückt halten. Vielleicht muss man wirklich erst springen und wenn er dann merkt, ja, ich bin wirklich im Fall, dann macht man das halt auch. So. Den hätten wir auch wieder. Jetzt sind die lustigen Jungs da hinten noch. Können wir ja gleich nochmal üben mit dem... das ging jetzt gar nicht. Ach man, ich verschwende gerade schon wieder meine ganze Heilung. Na? Nee, es hat gar nichts gebracht, weil der auch sein Schild vor allem draußen hatte. Okay, brauche ich ja nicht später oder so. Das ist wieder der langsame Bernd. So. Na? Na? Wer von uns kann besser tanzen? Ich bin das, ich bin das! So. War hier noch mehr? Von da oben müsste noch einer angerannt kommen. Hier, schon wieder hier. Nicht dort oder da drüben. Nein, hier. Der hat sich voll was gedacht bei dem Angriff, ne? Au, ich sollte nicht unten stehen, das ist richtig dumm. So, das sollten sie mal wieder alle gewesen sein. Da ist jemand an der Treppe gestorben. Bestimmt durch ein Fass. Okay, auf ein neues. Es dauert ja eigentlich gar nicht so lang, es sind mal 5 Minuten hier. Da kommt das mal viel, viel länger vor, weil ich das schon zum 10. Mal mache oder so. Ja, Bernd, warum nicht? So, man kann den Boss auch ohne Flares kriegen, wenn man gut ausweicht. Ja, bestimmt. Aber ich kann doch nicht ausweichen. Ich muss nur also mein Loot einsammeln hier wieder. Sehr schön. Wird immer mehr, merkt ihr das? Kann ich eigentlich bald mal leveln, hoffentlich. Wenn ich sich wieder alles verliere. Danke. Du den vorderen anvisierst, richtig sinnvoll. Hat der mich jetzt getroffen oder hat er nicht? So. Okay. Tolle Aussicht. Naja. Kann ich hier vorsichtig runterklettern? Bitte? Ich bleib einfach mal so. Ah, okay, jetzt habe ich mal ein bisschen geübt gerade. Das ist richtig praktisch. Kann man üben. So. Wenn ich es genau so nochmal hinkriegen sollte, vielleicht auch zweimal, dann wäre der natürlich instant weg. Aber so viel Glück werde ich wohl nicht haben. Hallo? Da ist er. Nimm die Beine in die Hand. Meinem schlaksigen Körper. Richtig eklig, oder? Jetzt sieht man so viel Beine hier. Bäh. So, Dickerchen, na komm mal her. Ich habe geübt. Willst du mal sehen? Haha. So viel hat das gar nicht gemacht. Schade. Kacke, kacke, kacke. Achso, es ist wieder dieser blöde... Wow. Finde ich nicht nett, finde ich gar nicht nett. Okay, kacke. Ich hasse es immer zwischen seinen Beinen festzuhängen. Ich mag das gar nicht. Aber hey, ich habe es geschafft mit dem Sprung, ne? Nur noch lernen, dass ich dann den blöden Konter wieder rausnehme, damit ich mich frei bewegen kann. Ah, der Konter, der macht mich... Wow. Einer weniger. Auch die Punkte für ihn noch bekommen. Sehr schön. Na, lass ihn mal in Ruhe, den Mann da.
bist der Erste. Kommt da wieder einer? Nee. Ich höre Geräusch. Ah, das ist gut. Das ist völlig in Ordnung. Ich ziehe schon wieder aufs Knie. Merkt ihr das? So, der dritte Ehemann. Nein. Wow, der war ja richtig... Der hat ja getroffen. Ach du Kacke. Ach du Schande. Der hat getroffen. Versuch's mit Vorsicht. Ja, ne, das mache ich doch. Hab ich nicht irgendwas gesagt von wegen, dass ich Pfeile kaufen wollte? Jetzt habe ich keine mehr. Ja, so ist es. Pech gehabt. Jetzt steht der Dicke hier schon wieder um die Ecke. Das ist nicht der vorsichtige Bernd. Der rennt hier. So. Ich sehe dich doch, Mensch. Na, geht doch. Au! Oh Gott, das will hier auf der Brücke auch noch kämpfen, ne? Oh, wieso machen wir uns mal gegenseitig so viel Damage? Das geht gar nicht. Wenn du ihn mit Sturzangriffen töten willst, ist es am klügsten, nach einem Sprung erstmal ins andere Ende zu laufen, damit du anschließend wo wieder die Leiter hochklettern kannst. Ja, ist ein bisschen eng geworden, auf jeden Fall. Eine Brücke zu rutschen, geht das auch wirklich? Hm. Naja. Meine Fans, sie hängen an mir. So, ein paar leichte Gegner kriege ich doch noch weg. Ganz so verblödet bin ich noch nicht hier. Na, wie geht's, Leute? Habt ihr mich schon vermisst, ne? Au, danke. Genau das habe ich noch gebraucht. Aber sah schon an sich besser aus vom Kampf her. Als die letzten 10 Male. So. Ach ja. Ach, womit will ich denn schießen? Ich schieße einfach mit ein paar Knochen oder so. Richtig eklig. So, kommt. Schön den Höhenteil, Höhlenvorteil immer genutzt hier. Den Höhlenvorteil. Das ist dunkel und so. Was ist mit dir? Ey. Oh, geht von hinten auch, ja? Wie schmutzig. Mist. Jetzt habe ich mich verleiten lassen. Oh, nein! Oh, nicht der Ernst. Jetzt hört mal auf. Ach Mist, ey. Doch wieder so viel verplempert gerade. Man kann das halt auch nicht abbrechen. Hä, von hier aus? Das ist bestimmt für den Troll wieder gemeint. Ach ja, das ist schon wieder die vierte Runde jetzt mittlerweile. Mal gucken, ob ich das dazu gelernt habe. Also beim letzten Mal hat er echt mehr Damage bekommen, auf jeden Fall. Ich nehme erstmal mein Zeug, bevor die anderen mich töten. Wer weiß, was die da oben mit mir anstellen. Vermisst. Aha. Jetzt habe ich den großen fetten Angriff genommen. Richtig schön fatal. So, nochmal üben. Poke. Das hat nur halb so doll wehgetan, wie wenn ich normal gesprungen wäre. Okay, nehme ich mein Fläschchen gleich noch. Na komm. Ist ja natürlich richtig geil, wenn da hinten eine Leiter wäre, immer hin und her hochrennen. Ach ja, wie schön es doch wäre. So, drückt mir die Daumen. Ich will das endlich schaffen. Und bitte nicht mit einem Unentschieden hier. Ich komm schon. Nein, das hat nicht funktioniert. Roll dich weg, bitte roll dich weg. Renn. Run for your shit. So schön überlegt und dann so blöd ausgeführt. Ah, Mist. Und schon eine Heilpotion verschwindet quasi. Lass mich doch vorbei, Mensch. Ist das gut?
Ja, der klebt bestimmt an meinem Arsch gerade. Dann werde ich erstmal noch die Potion schnell nehmen, bevor nämlich genau sowas wieder passiert hier. Ich bin jetzt... Nein! Oh nein! Ach nein! Ach, wie dumm. Oh, wie dumm ist das denn bitte? Ja, das war's bestimmt. Das war's, genau. Jetzt hat er mir mal gezeigt, wie seine Combo aussieht, wenn er hochspringt. Ah, mittlerweile schon fast 5000 von den Punkten. Ey, wenn ich jetzt nochmal sterbe, würde ich mich schon wieder ärgern. Och, Mann. Ist das der Bot. Und wieder in der Stadt der Untoten. Es wäre lustig gewesen, wenn er einfach wieder runtergesprungen wäre. Das hat mich echt gefreut. Ich glaube, ich gehe mir erstmal Pfeile holen nochmal. Die Frage, ob ich den finde, den Typen. Oh, wow. Hallo. Ganz entspannt, Digga. Na, der hat noch. Der will nicht. Doch, jetzt. Sein Schild ist gar nicht so stark, wie er sich das einredet. So, wir rennen hier erstmal durch. Ging's hier nicht? Nein. Au! Nein, was machst du denn bitte? Wir haben nicht gesehen, wo ich lang bin, oder? Das haben die nicht. Oh, there you are. Still keeping your marbles all together. Warum habe ich da jetzt eigentlich eine 1? Da oben links. Da war doch sonst mal 0. Ach ja, ich habe ja eigentlich gar nichts mehr für meine Pfeile. Nur ein paar. Guck, wie viel ich mir kaufen darf. Das geht ja eigentlich. 26, naja. Jedes Mal ein bisschen mehr, dann. Oh, thank you. Ach, gern geschehen. Ach. Nee. Schnell weg hier. Ist das schon wieder aufregend hier. So. Hey, das ist mein wunderschöner. Ach, ich kann nicht nach oben drücken. Das ist das Schlimmste. Mit Geduld. Geht alles viel schneller. Achso, ausrüsten. Natürlich. Du schießt mich mal noch ein bisschen. Aus dem Menü raus und dann kann man auch wieder schießen. Nicht, dass die noch lernen zu treffen, während ich im Menü bin. Oh, der hat den Blam mitten ins Knie bekommen, ne? Ich sag's doch, mein dritter Ehemann. Ich hab's doch schon geahnt. Na, ich hätte doch... Ach, jedes Mal schieße ich an seinem blöden Rücken vorbei, weil der sich so behindert dreht. So, diesmal aber nicht. Na. Ich will auch treffen. Oh, schön sein Schwert oder sein Schild getroffen. Ach, schön. Ich werde schon geschippt. Ah, geil. Darauf habe ich doch gehofft. So. Hallo. Na, ich lass ihn erstmal kommen. Ey. So. Bin bereit. Ich bin bereit. Au. So. Immer schnelle Angriffe. Die werde ich mal wegschießen. Der ist nicht so mein Fall. Dem Kämpfen. Der andere ist doch da. Wow. Der hat mich ja tatsächlich am Fuß getroffen oder so. Wie unhöflich. So, und hier werde ich jetzt einfach mal wieder einfach vorrennen bei denen hier. Au! Oh, das gibt's doch nicht. Ich dachte, der würde nochmal wechseln oder so. Ganz schnell einfach abstechen. Ach ja. Ich schieb's ja eh mit dem Dämon, Anni. Gammelt ja so gerne zwischen seinen Beinen. Ja, als ob ich was dafür kann. Der schiebt mich doch immer dazwischen. Ist zwar in die völlig falsche Richtung und so weiter, aber... Ach. Dieser blöde Typ hier auch noch weg. Ich kann doch bestimmt von hier oben... Mein
Schild weggepackt. Von hier oben auch noch wunderbar den Typen da. Zumindest ankratzen. Ja, zumindest ankratzen. Ach, jetzt war ich zu. Das wird so nichts. Das wird so nichts. Jetzt warte ich wieder, bis er kommt. Da ist er schon. Da kommt er schon. Ha, es hat funktioniert. So, richtig elegant. Wie viele Pfeile habe ich denn überhaupt noch? 10 noch. Hallo? Bist du der langsame Bernd? Nee, ist er gar nicht. Oh, er ist der vorsichtige Karl. So. Es wird immer besser. Also ich komme mittlerweile echt gut klar mit den Sachen. Ach ja. Na. Vielleicht mal wieder anvisieren. Na. Au, oh, was ist das? Warte, bitte, bitte. Okay. Hey. Waren hier noch so viele? Der eine da noch, jetzt kommt er eben. Das ist der langsame Bernd, das ist er. Na? Oh. So. Konnte ich da was? Nee. Okay, das müssen sie mal wieder gewesen sein. Och Mensch, viel besser als beim letzten Mal. Glaube ich. Ich finde, 3 Flaschen ist auf jeden Fall besser als 2. Hui. Ach, mal sehen, wie ich mich diesmal anstelle, ey. Ich war ja ein bisschen geschockt, dass ich nur ein Viertel abgezogen habe und nicht so wie im ersten Tutorial quasi die Hälfte. Da dachte ich so, ah, ich muss ja nur 2-mal draufspringen. Hä, nee, falsch gedacht. Mal gucken, vielleicht werde ich das schon 2-mal machen. Muss ich halt ausprobieren auf jeden Fall. Ja, hier liegt mein Stuffes. Au. Jetzt haben die mich doch wieder ordentlich verletzt hier. Säcke. Mal wieder mein Zeug zurückbekommen. Schön. Doch, runterklettern. Geht doch. Ist es auch immer schwieriger werden? Was? Nee, nicht schwieriger, aber leichter. Das wäre schön. Fängst du an zu spielen, am Anfang richtig schwer und dann ist es auch immer leichter. Das ist doch ein schönes Konzept. Ich finde das gut. Rennen! Ich schätze, sie ohne mein tolles Rollteil, ja, mein Rollteil. Das ist kein Rad. Das ist ein Schild. Bestimmt schneller rennen kann, aber zu spät. So. Lässt der mich auch gleich wieder hoch oder vorbei? Oh, ich will nicht zwischen deinen Beinen rumhängen, Junge. Au! Ey, so unfair. So unfair. Ich muss jetzt mal gucken, was in Distanz zwischen uns bringen. Nochmal was trinken. Ich hoffe, ich kann mich wieder treffen lassen. Oh Gott, das ist... Nein, 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 wagst du nicht. Jetzt wagst du hier nicht. Wir rennen zurück. Ich versuch's nochmal. Ah, ich will die Leiter ja nicht runterrutschen. Hier immer schneller hochklettern. Au. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, das wird doch jetzt wieder nichts. Der wird doch gleich wieder hochgesprungen kommen. Warum steht da jetzt eine 2 eigentlich? Au! Ich finde das echt nicht okay. Ach Mensch. Oh Gott. Also eine halbe Stunde mache ich noch, ne? Ich wollte es so gerne wenigstens geschafft haben, aber oh Gott, wenn das so weitergeht. Ich weiß nicht, vielleicht mache ich dann einfach morgen weiter. So. Weiß ja auch noch nicht, ich habe ja noch keine festen Streamzeiten mir so überlegt, aber wenn dann auch immer hauptsächlich Abend. Ey, das ist doch. Meine letzten Pfeile will ich hier schon noch sinnvoll verballern. Meinen Freund zum Beispiel.
Okay. Was rüttelt denn hier? Ist das meine Rüstung? Na? Du willst erst. Oh, toll. Sind da beide auf einmal? Auch schön. Riech dich nicht gerne. Ich wusste es doch. Ich kann mich einfach... Das lasse ich nicht durchgehen. So. Nutz mal deine Menschlichkeit. Setz dich ans Leuchtfeuer und drück entfachen. Wann kriege ich denn Menschlichkeit? Also. Nee. Kurz gucken, habe ich hier nicht... Gib mal, wenn ich welche dabei habe. Ja. Ach ja. Ey, aus dem Menü raus. Ich hab doch gar keine Menschlichkeit, Mensch. Muss ich doch erstmal hier... irgendwie mich durchprügeln, bevor es soweit ist. So, na, habt ihr schon wieder auf mich gewartet? Der Wichtige kommt zuerst dran. Nein, ich renne immer erstmal rein. Das ist auch so dumm. Ja, wie sie an, wen du willst. Bloß nicht dem, der am nächsten steht. Ach, der erste Flatsch ist wieder weg. Ja, ist okay. Nehme ich mit. Habe ich jetzt eigentlich noch ein paar? Ein Pfeil habe ich noch. Für dich. Nee. So. Also ich kann erstmal den oben noch wegholen. So, da muss ich jetzt gucken. Die werden mich bestimmt ein bisschen wieder überrennen hier, aber ich werde mich erstmal zurückziehen mit denen. Richtig schlau, richtig schlau. Jo. Okay. So, so kann man auch nochmal sterben. Ich find's cool. Dass er einfach erstmal springt. Gar nicht überlegt, wohin. Ja, jetzt habe ich wieder keine Pfeile mehr. Hm. Ist natürlich richtig blöd. Ich werde die hier noch töten und dann werde ich mal zurückgehen. Das war jetzt richtig blöd. Das war jetzt richtig blöd. Hey. Es mangelt jetzt auch nicht an Menschlichkeit und hilft enorm. Hm. Tja. Schön gesammelt, schön für nichts. Ey, wieso bist du nicht gesprungen? Ich dachte, er springt gerne. Ach, komm schon. Lass uns das hier wieder mitnehmen. Dann gehe ich mir nochmal 28 Pfeile holen. Achso, hier stimmt, hier sind auch noch ein, zwei Leute. Ach, schön. Ach, hier ist... Hey, wo kommst du denn her? Ach, ist das der Große? Kam der jetzt mit mir so weit hinterher gerannt? Ja, wenn er trinkt, dann ist er das. Schön, dann lohnt sich das ja mit den Pfeilen auf jeden Fall. Nein, ach, ich will eine Rolle machen. Tolle Rolle. Ich habe dann immer Angst, so, hä, sie hört auf zu rennen. Nee, dann ist da bestimmt nicht die Rolle. Dann muss das das andere sein. Ganz sicher. Standardpfeile. Wie viel kannst du geben? Abbrechen. Richtig schön. So, brauche ich ja eh nicht die Seelen, ne? What's the matter? Was denn? Verstehe ich jetzt nicht. Was der rumheult. Ich habe meine Pfeile gekauft und alles ist gut. Verlangt er etwas noch mehr? Jetzt rede ich nur hier über Bier. Ich bin bekloppt hier. Ach, der Bierklauer ist da. Jetzt erst. Hallo erstmal.
Hab ich völlig übersehen wieder. Oh Gott, ey, tut mir leid. Ja, ich bin hier einfach so beschäftigt mit tausendmal den gleichen Weg gehen. So, diesmal, meine Freunde. Wird das wieder schief gehen? Ich sehe es schon. Ach nö. So. Nein. Behalt das ruhig. Nur ich muss treffen können, der da oben nicht. So, den einen hatte ich schon erlegt. Nehme ich mit denen da hinten gleich mal vor. Die ersten paar Läufe sind anspruchsvoll. Ja, es wird überhaupt nur... Vermutlich der eine... Oh, meine Stimme. Nein. Ja, soll vermutlich nur den einen Durchlauf hier geben. Ich sehe das noch nicht kommen, dass es mein neues Lieblingsspiel wird. So. Ach, Mann, ey. Danach ist es wie Skyrim. Also das wäre richtig schön. Also Skyrim hat mir echt super gefallen. Oh, hallo. Seit wann traust du dich denn raus? Geht der warum jetzt neu, dass der hier mit mir rauskommt? So. Ja, ich schon wieder. Au! Sollte einfach nur versuchen, seinen Bomben auszuweichen. Ach ja. Damage von den leichtesten Gegnern. Macht immer Spaß. Ey, ich werde das, wenn ich nachher irgendwie irgendwann mal schlafen gehen sollte, ich werde das sehen, wie ich die Leute hier töte. Ich kann genau sagen, wo wer wann steht und wie ich ihn getötet habe. So, jetzt. Oh! Oh Gott. Ich wollte gerade sagen, bloß nicht wieder den Fehler machen, da runter zu springen. Dann macht er das. Na? Ey. So ein Dorf heute hier. So. Ach nö. Durch seinen Arm durchgeschossen quasi. Okay, muss ich mal wieder kurz lesen. Sobald du den ersten Boss gelegt hast, kommt das Glücksgefühl zurück. Aha, bin ich da abhängig? Okay. Mich stört an Skyrim, egal ob man mit einem Dolch oder einer Axt spielt. Macht beides einfach nur Schaden und hat keinen Anspruch. Ach ja, schlimmer als das Kistenschieben nach dem Durchlauf. Catherine wird schon nicht werden. Ach ja, das bezieht sich jetzt wieder auf meine Albträume, wenn ich wieder Sachen sehe, was ich mache. Kampfsystem Skyrim. Wäre auch zu schön gewesen. Ach ja. Also, ich glaube, ich bin auch einfach nur rumgelaufen, weil ich rumlaufen wollte da bei dem. Ist da jemand runtergefallen gerade? Jetzt wieder der langsame Bernd. Na komm. Ah. Boah. Das muss man ihm lassen. Sobald der einmal anfängt, hört er nicht auf hier. Na, ist ausgewichen. Okay, das sollten sie mal wieder gewesen sein. Oh Gott, Epic Gothic. Also Gothic kenne ich, aber ich habe es noch nicht gespielt. Bin aber am überlegen, ob ich es mal irgendwann im Angriff nehme. Könnte man ja theoretisch mal streamen. Ja, nach Dark Souls dann bestimmt aber erst. Okay, nochmal durchatmen. Ich will mal einen Schluck trinken. Ja, dann werde ich erstmal klettern müssen. Die tun mir bestimmt wieder weh. Ha. Jetzt ziehen sie beide ihre Schwerter. Das ist neu. Das ist richtig neu.
Das finde ich nicht gut. Neue Sachen finde ich nicht gut. Okay. Nein, nicht die Nachricht lesen. Ja, runterklettern. Hui. Er sieht ja 1:1 aus wie bei God of War mit Kratos, wenn er da runtersegelt. Das finde ich geklappt. Ah, da bin ich damals gestorben. Lalalala. Ich mache mir schon gar keine Hoffnung mehr, dass ich das jetzt schaffe hier. Ich würde gerne irgendwie nach vorne irgendwie an ihm vorbei, aber das geht nicht. Okay, bloß nicht anvisieren. Das ist das Schlimmste, was man hier machen kann gerade. Au! Boah! Sehr mächtig. La 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 la. Ich hoffe, das hat gereicht. Oh, 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 Kacke. Ja, ist die Frage, nehme ich schnell noch einen Trank? Das dauert mir zu lange, ne? Kacke. Aber war ganz gut, dass ich es gemacht habe. Na komm, wir gehen noch ein Stückchen. Hier ist die Wand so schön niedrig. Ah, oh Mann. Oh nö. Och, nicht von hinten. Oh Gottes Willen. Ja, schön, wir sind gestorben, war klar. So, jetzt habe ich wieder Zeit. Ach Mann, ey. Oh, wer hat denn schon wieder geschrieben, Mensch? So. Genau, Gothic ist bestimmt voll cool. 1 und 2, ja, vom dritten sprechen wir lieber nicht. Achso, es gibt sogar schon einen dritten Teil. Okay. Da kann auch Dark Souls sich verabschieden. So genial. Oh, das war super. Hm, ja, und dann bin ich wieder gestorben. Anni, gib doch mal einen Steckbrief zu deiner Person. Ach ja, und jetzt weinen sie wieder alle. Wisst ihr, wie ich mich fühle? Richtig, richtig dreckig gerade. Okay, Steckbrief zu meiner Person. Aktuell noch 23, werde nächstes Jahr 25. Werd jetzt mal gucken, wenn ich dieses Jahr Glück habe, darf ich mit einem angewandten Informatikstudium beginnen. Und habe ansonsten in meinem Leben erstmal Köchin gelernt. Hat Spaß gemacht, aber sollte man nicht zu seinem Beruf machen. Und ansonsten spiele ich eigentlich den ganzen Tag. Hihihi. Und ich habe Katzen. Also eigentlich nur eine, aber momentan noch 2 in Fliege. Ich mag Katzen. Katzen sind irre Plürre. Habe ich so viele Pfeile letztens gekauft? Echt? Die treffe ich doch bestimmt wieder nicht. Doch. Naja, das mit dem 23, 25 ist, das stimmt. Ich bin dieses Jahr 23 und werde nächstes Jahr 25. Ist so ein bisschen von Evo geklaut, aber ich finde das wirklich gut. Ich finde das sinnvoll. Nein, geht er schon wieder durch die Tür? Ja, er geht schon wieder durch die Tür. Mist. Ich wollte ihm doch noch ein Geschenk machen. Nö. Wow. Was war das? Echt noch heilen darf. Ah, naja, Crazy Cat Lady, die sind ja nicht mehr lange da. Sind nur in Pflege. Ein paar Monate noch. Wenn überhaupt so lang. Sind schon süß, weil immer die eine genauso aussieht wie meine. Nur ein bisschen buffiger und ein bisschen kleiner und völlig überrascht guckt. Ah, so. Jetzt komme ich wieder zu den lustigen Bobs da oben. Au! Och Mann, das gibt's doch nicht. Oh, um Gottes Willen. Oh, um Gottes Willen. Nicht! Warum visierst du jetzt den da hinten an? Oh, Hilfe! Blutfleck berühren. Ah, da ist auch jemand gestorben. Okay.
Ja, kann ich nur allzu gut nachvollziehen hier. So, was hier? Der geht hier ja wirklich. Da darfst du mir gerne was schenken, Anni. Was? Wofür denn? Warte, was? Wofür soll ich dir das schenken hier? Deine ganze Arbeit bestimmt, na, ich merke schon. Wenn man Mod spielen muss, bestimmt. Wir müssten eigentlich einmal zusammenlegen. Siehst du. So, jetzt komm her, Digga. Ich spring da noch nicht runter. Ich will immer runterspringen. Das ist eigentlich voll die coole Idee, finde ich. Aber nicht um zu sterben. Na? Schmeiß dich da runter. Ey, mein Schild. Huch, Moment, wann habe ich da geschossen? Ach, da kommt noch ein anderer, Mist. Ach, der Langsame. Ich habe schon seinen Namen vergessen. Hieß ja Karl. Nein, er hieß Bernd. Natürlich hieß er Bernd. Oh, das ist ja der Schüchterne, nicht der Langsame. Na. Erstmal aufwärmen. Och, Mensch, Bernd. Komm schon. Oh, das war gerade dumm von mir. Ich will gerade gar nicht machen. Ich weiß. Weiß ich doch nicht. Einfach random was schenken. Ist das denn zu viel verlangt? Nö, überhaupt nicht. Ich schenke gerne random Leuten Sachen, vor allem wenn ich weiß, dass ich ihnen damit eine Freude machen könnte. Könnten wir übrigens nochmal auf das Thema Bonfire entfachen zu sprechen kommen? Ist mir wirklich ein Anliegen. Muss man treten bei Karl. So. Achso, der ist echt ein bisschen schüchtern. Wieso denn Bonfire? Weil ich meine, wegen Menschlichkeit oder so vielleicht? Ich meine, hier habe ich ja nichts oder so. Oder kann ich mir von den 1000 Punkten nochmal was holen? Oder wie jetzt? Oder was? Brauche ich Aufklärung? Brauche ich da? Der da oben, der guckt noch. Ne, Menü. Vorsichtig, bloß nicht runterfallen. Ordentlich daneben. Na gut. Dann so. Du kannst mit Humanity das Feuer entfachen und hast dann 10 Flex statt 5. Ja, aber ich habe ja keine Humanity. Das ist ja so mein Problem. Mit der Menschlichkeit sein eh nicht. Also, wenn ihr euch auch nicht sicher seid, bringt mir das dann auch nicht so viel. Aber ich überlege halt, ab wie vielen Punkten sich das nochmal lohnt, dass ich mich vielleicht auch nochmal irgendwie uplevel hier nebenbei. Dann laufe ich halt nochmal 2-3 Mal hin und her und sammle ein paar Punkte. Ach, na gut. Ich habe 4 Menschlichkeit, echt? Aber da war doch nichts. Irgendwo. Na gut. Den Gegenständen. Na, kann ich ja dann eigentlich theoretisch gleich machen. Ach da, Mensch, ich. 4 Stück, Mensch. Habt ihr denn nichts gesagt? Okay. Wenn ich dann nochmal sterben sollte, gut. Dann darf ich das dann nochmal machen. Aber hey, ich habe jetzt schon mal 4 Flakons dabei. Mittlerweile sitze ich ganz schön im Dunkeln hier. Ich sollte mal was dagegen tun. Oh. Er wird sprunghaft. Oh Gott, ich dachte schon, ich treffe den nicht hier. Na, die sind nicht so geübt mit ihrem Schwert, auf jeden Fall. Die Sonne genießen. Oh, das ist so schön hell gerade. Oh Gott. Okay, ich werde ganz kurz mal Licht anmachen. Ein bisschen rumrütteln hier. Oh, mein Hintern ist quasi schon langsam festgeklebt.
So wie der Typ an mir. So. Na? Umrusteln. Bloß nicht fallen lassen. Ihr dürft mir aber gerne nochmal schreiben, was genau mir die Menschlichkeit dann bringt. Werde ich nämlich dann auf jeden Fall ausprobieren. Mein Stuff ist... Naja. Den werde ich erstmal nicht holen. Okay. Ich fühle mich nicht okay. Ja, raste erstmal aus, Dickerchen. Au! Schnell. Wo ist mein Zeug? Ganz schön knapp, ne? Oh, Kacke, warum ist er schon so weit hinter mir? Okay. Ich werde jetzt doch mal gegen ihn kämpfen. Ich finde das eigentlich mit der Idee ganz cool. Aber das ist mir ein bisschen zu risky. Ich werde mal ein bisschen vorsichtiger halt vorgehen. Dann mal ein bisschen Pierce-Attacks machen. Ein bisschen zurückgehen. Ich glaube, so ist mir das am liebsten. Nein! Nein! Oh Gott, ich dachte, ich fliege gleich runter. Hey, das hätte aber treffen müssen, finde ich. Oh Gott. Na? Wer will denn jetzt von uns? Au. Puh, ich merke schon. Ey, lass mich doch. Oh Gott, das war dumm. Das war richtig dumm. Und wie dumm war das jetzt? Oh Gott. So. Macht der eigentlich die Steine hinter mir auch kaputt? Oh Gott, das wird langsam echt ein bisschen, das war echt ein bisschen übermutig, hätte ich nicht machen dürfen eigentlich. Oh Gott, schnell was trinken. Ja, so bisher kommt's ganz gut. Meine Taktik geht auf. Ach, Mist. Ich hätte gedacht, dass er ausweicht. Ja! Oh, Gottes Willen. So, ja! Okay. Kleines bisschen Freude, bitte. Genau, ich halte es nicht aus. Vorhin stand da noch irgendwo geschafft. Ach, gelobt sei die Sonne. Und Achtung, vor dir, Zierfeind. Geschafft und... Ach Mensch, Leute. Nie wieder auf komische Ideen kommen. Ach, nochmal gelobt sei die Sonne. Mein Kitten ist jetzt auch bei mir. Best Kitten EU hat mir geholfen, eindeutig. Ach, was gibt's hier so? Geschafft. Einmal durchrollen, bitte. Aber da kommt jetzt kein fetter Gegner raus, oder? Nee. Freudenrollen. Oh, hier nochmal. Estus-Flakon ist auch mein letzter gewesen. Ey, das war richtig gut. Ja, hallo Katze, das ist das Mikro.
Wäre schön, wenn du da nicht rangehst. So. Okay. Die sehen nett aus. Sag, was ist hier irgendwo was zum Speichern vielleicht? Das wäre eigentlich ganz nett. Glück. Ist der nett? Der greift mich jetzt aber nicht an, oder? Nee, der ist nett. Hallo? Ah, hallo. You don't look hollow, far from it. I am Solaire of Astora, an adherent of the Lord of Sunlight. Now that I am undead, I have come to this great land, the birthplace of Lord Gwyn, to seek my Ich will nicht in irgendein Loch fallen. You find that strange? Well, you should. No need to hide your reaction. I get that look all the time. Ist einer dieser Zornfanatiker, richtig? Oh, I have a problem. Ich will irgendwie. The way I see it, our fates appear to be intertwined in a land brimming with hollows. Could that really be mere chance? So what do you say? Why not help one another on this lonely journey? Gerne. Ja. Ach Katzchen, jetzt keine Küsschen. Well then, take this. Weißer Symbol, ein Speckstein. We are amidst strange beings in a strange land. The flow of time itself is convoluted, with heroes centuries old phasing in and out. The very fabric wavers, and relations shift and obscure. There's no telling how much longer your world and mine will remain in contact. But use this to summon one another as spirits, cross the gaps between the worlds, and engage in jolly cooperation. Of course, we are not the only ones engaged in this, but I am a warrior of the sun. Spot my summon signature easily. Hat mir das nicht schon? You must be blind. Ich mag seine Lache einfach. So, ihr feiert hier das irgendwie schon. Als ob ihr hier Leute gesappt habt. Na klar. Er ist nicht so ein Sun-Pro. Er ist der einzig wahre Sun-Pro. Pruga auch. Pruga ist auch ein Sun-Pro. Ich mag Pruga. Letztens was mal von ihm geguckt. Einmal. Oh Mann. Okay, ich möchte gerne erstmal speichern irgendwie. Ich will jetzt nicht. Okay. Da komme ich her. Die tun mir doch bestimmt wieder weh. Okay. I try. Okay, der sieht böse aus. Kommt jetzt angewatschelt. Mit seinem fetten Schild. Ja, ne, speichern. Geht's aber nirgendwo noch anders runter, oder? Ich finde das nicht okay, dass du mich immer so im Dunkeln lässt. Obwohl ich jetzt einen Sun Pro habe. Steht ja eigentlich noch für Sachen. Hey, ich will gar nicht mit dir reden. Meint ihr, der hilft mir beim Kämpfen? Ein Flakon. Okay. Ich wollte das auch gerade mir nochmal angucken. Hier, das ist der Speckstein. Der lässt einen Rufsymbol. Soll ich den mal benutzen? Oh. Cool. Verstehe ich nicht. Was ist das? Warum rufe ich damit Leute? Was? Ah, Flakon. Mal den Boden angucken. So verkohlt. Mit warm meine ich natürlich die Sonne, Räusper. Was? Nein, da ist nichts verkohlt. Ich glaube, damit können andere Spieler dich rufen. Ah, kannst du in andere Welten gerufen werden. Ist natürlich cool. Hoffentlich sind die dann nett und wollen mich dann auch wirklich dabei haben. Version einer anderen Welt, das ist natürlich dann auch dieses... Ah, jetzt macht es natürlich Sinn mit der anderen Welt. Danke. Also ihr habt ja schon gesagt, das ist so ein PvP-Ding, aber naja. Nach Hause zurückkehren.
Ey, bitte, ja, nicht. Ich wollte kurz gucken nochmal, was man noch so hat. Okay, zum Leuchtfeuer der letzten Rast zurück. Das wäre richtig blöd, finde ich. Ach man, kommt hier bald was zum Speichern? Auf die Brücke gehen. Vielleicht ist der Boy mittlerweile auch schon näher gekommen. Er ist zurückgegangen. Er ist einfach zurückgegangen. Ich sollte mal das Menü wieder schließen. Wow! Ach so. Na gut. Danke. Nee. Na gut, dann sind wir halt jetzt hier am Lagerfeuer. Wie gut, dass ich keine Seelen mehr habe. Was war denn mit der Menschlichkeit? Da habe ich doch auch ein paar... Wie kann ich die denn hochmachen, ist die Frage gerade. Keine Fachen einzunehmen möglich. Ja, es war heiß. Mäh. Komm damit nicht klar. Aushöhlung umkehren? What? Ich verstehe es nicht. Ich dachte, ich hätte so, dass ich die Dinger hier einfach verwenden kann, aber... Soll ich das umkehren? Hm. Ah. Ich habe mich irgendwie ein bisschen gemobbt. Ach, na gut, dann... ihr kennt das, ich gehe hier einfach wieder durch. Ein letztes Mal. Also wenn es das jetzt wirklich war, dann werde ich natürlich diesmal aufgeben. Dann ist der Stream vorbei. Zumindest muss ich ja nicht mehr gegen den Dicken kämpfen. Ey. Nein, aus. Bitte. Ich höre hier immer irgendwie Getrappel und denke mal, da kommt einer von unten wieder hochgerannt. Ich bin einfach schon richtig kaputt, ne? Ach ja. So. Next one. Ich werde auf jeden Fall von der Strecke heute noch träumen. So, doch wieder was abbekommen. Hallo, Gaio? Ah, der ist ja schon wieder drin. Es gibt es doch nicht. Das ist so ein schlimmer Junge. Schlimmer Junge einfach. Mitten in die guten Sachen. So. Nein, ich wollte wieder umdrehen. Nehmen wir wieder das Schwertchen. Au, oh, ich muss jetzt echt aufpassen hier bei den beiden. Ist natürlich blöd, wenn der gerade mir mein Schild wegkloppt. Achso, der heilt sich wieder in Ruhe. Das darf ich ja nicht zulassen. Zumindest kein fetter Gegner am Ende. Kein fetter Gegner am Ende. Etwas Positives hat das Ganze. Und dann steht er doch da. Sein Bruder ist zurückgekehrt. Ich mache immer die gleichen Fehler hier, habe ich das Gefühl. So, und wieder was trinken. Ach Mensch, ey. Zielt mittlerweile. Ich brauche keinen Anvisier mehr. Nie wieder, quasi. Komm, Dickerchen, wir haben noch was zu bereden hier. So.
Den da oben nehme ich mir gleich noch mit. Ja, mal getroffen. Komm schon. Oh. Die hatte jetzt keine Lust mehr hier gehabt. Einer muss da doch noch sein. Jetzt hat er mich gesehen. Ich lockere ihn wieder auf ein bisschen. Ah, das war zu viel Lockerkeit. Das mit dem Tritt doch nicht. Oh Gott. Was mache ich hier nur? Hey, mein Schild. Au. So. Eben so. So, jetzt wollte ich nur lesen. Lustig hier zuzuschauen, aber nicht böse gemeint. Ich lerne gerade das Spiel in unter 30 Minuten durchzuspielen. Ist richtig schön, mal wieder einen Anfänger zu sehen. Glaube, wir haben alle die gleichen Fehler gemacht. Zum Beispiel zu sterben. Ah, nee, es ist ja kein Fehler. Man lernt ja aus seinem Sterben. Tod. Oh, unter 30 Minuten, ey, kranke Kacke. Ich hatte mich schon auch relativ am Anfang mal gefragt, wie lange man wohl so an Spielzeit hier investieren kann insgesamt. Also, von wegen am längsten und am kürzesten. Aber ich finde 30 Minuten für so ein fettes Spiel, wo man halt gerade als Anfänger sich denkt, nein, ich brauche Jahre, richtig gut. Also so ein Speedrun gucke ich mir eigentlich auch ganz gerne mal an. Oh, jetzt raste doch mal nicht aus, Jungs. So. Diese Nachricht. Richtig nett. Ja, ich habe es geschafft. Na gut, ich glaube, die Fässer lasse ich jetzt stehen. Die lohnen sich mir nicht mitzunehmen. Oder doch, eine Rolle. Das ist eine gute Rolle. Ah. Huch, die Katze trichert euch. Hallo Katze. So. Aber Herbert liegt doch hinten. Herbert ist übrigens ihre neue Grille. Sie mag Herbert. Na, vor allem, der steht da doch direkt. Was soll ich denn machen? Ich kann da doch nicht durchrennen, oder doch? Soll ich da durchrennen? Achso, na, Glitches sind nicht so schön bei solchen Sachen. So, jetzt sag mir doch mal, was ich machen soll. Ich will jetzt hier nicht schon wieder sterben. Das geht mir einfach auf den Sack jetzt. Also, nicht, einfach nicht an der Stelle hier. Ich hätte da in der Mitte irgendwo ein Feuer. Also, wenn er wieder losschießt. Na, Pru, wollen wir kämpfen? Das ist so ein Lanzentyp. Ah, okay. Ich sollte die erstmal kennenlernen, bevor ich wieder drauf einprügel. Nicht trinken! Toll. Schön gegen die Wand gehauen. Und jetzt mal. Einer ist weg. Guck mal bei den Lanzenträgern nach rechts. Was ist denn da nach rechts? Das ist ein Turm. Und da liegt irgendjemand Verbranntes. Auf jeden Fall. In der Mitte der Brücke. Ach, Mann. Ich meine, ich habe die Dinger schon gesehen, vor allem, weil da halt einfach auch Nachrichten noch sind. Meint ihr wirklich, dass das was wird? Nie im Leben. Wie oft schießt denn der? Achso, jetzt holt er gerade wieder Luft oder so zum Schießen, oder? Soll ich da einfach mal rechts runter gehen?
Kommt hier schon der nächste? Hihihi. Ausgetrickst quasi. Och nö, kein Trank nehmen. Na gut, dann mach halt. Kann man sich vorbeischubbeln. Aber ich will mal eben hier noch mal gucken. Da geht's runter. Das ist bestimmt wieder ganz, ganz böse. Guck, was hier so steht. Abkürzung. Ist das wirklich eine Abkürzung? Ey, da ist ein Feuer, ja. Jetzt geht er nach hinten. Was sollte das? Jetzt nimm die Leiter und rutsch runter. Rutsch einfach runter. Ja, genau. Geh runter, bitte. Ihr verzweifelt auch einfach nicht. Oh, ist das schön. Aufsteigen. Okay. So, was sollen wir denn machen überhaupt? Ein bisschen Beweglichkeit, Kondition. Vitality finde ich eigentlich mal ganz gut wieder. Pill. 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 Wo kommen die Katzenhaare her? Pill. Meine Fresse. Alles in der Fresse. Kondition nochmal. Und Beweglichkeit vor allem. Ach, kann noch mehr. Resistenz. Ja. Wofür ist denn Intelligenz und Wille gut? Das erschließt sich mir immer nicht ganz so bei den Spielen. Ob ich was brauche. Stärke noch eins hoch. Zauberei noch eins hoch. Ja. Stufe 14. Mensch. Immer noch einen Katzenhaarmund. Das ist eklig. Moment. Echt jetzt? War da die ganze Zeit eine Leiter? Das macht mich gerade einfach fertig. Ich war da nicht die ganze Zeit eine Leiter. Also Intelligenz und Wille für Zauber. Ja gut, das ist mir ja... Da werde ich nicht drauf... nicht so drauf gehen. Nie im Leben war hier die ganze Zeit eine Leiter. So, mal gucken, wo ich jetzt hier vorbeischubbel. Schwäche, Schweif. Oh, danke, danke. Ei, meine Güte. Ich bin kaputt. Ja, ich bin einfach kaputt. Ach, Eve, Mensch. Schön, dass du dabei bist. Achso, die habe ich runtergetreten. Ah ja, stimmt. Ich dachte erst, die hätte ich irgendwie weggekickt, aber das wäre dann nicht passiert. Okay. Meine Güte. Mach mich fertig, das macht mich fertig. Das geht gar nicht. Der Schweif. Soll ich schon mal ranschießen? Hat er mich gesehen? Der hat mich nicht gesehen, oder? Hallo. Da steht auch noch so ein Guy rum. Mehr als einer. Jetzt aber schön lange ausgeholt, extra nur für mich. Ich doch. Müssen wir unter einer Brücke kämpfen? Da sitzt ein Drache da oben. Ja, noch einmal. Jetzt hat er nur einmal geschlagen. So. Jetzt wie... Ja, geht doch. Ich will ja nicht einfach runterschubsen, sondern eher schubst der mich runter. Oder ich mich selber. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee. Mindestens 40 Pfeile. Eher 70, 90, was? Naja. Könnt ihr zurück zum Händler gehen. Ah. Ja, jetzt will er kämpfen. Jetzt ist er richtig scharf drauf. Na, na. Nein. Das lasse ich nicht zu, so. Kann ich da rein oder ich gehe mal gucken? Muss ich die zu verschließen? Echt jetzt? Achso, hier ist eh dicht. Ach, meine Güte. Ich dachte, da geht's jetzt zum Schweifen. Man kann genau gegenhauen oder so. Ich habe Angst, dass er mich mit runterzieht.
Ratten! Geht weg! Ich schleife hier erstmal mein Schwert an der Wand, auch gut. Noch mehr Ratten! Die sind richtig widerlich. Ah, Mist. Ja, Vergiftung habe ich mir jetzt auch schon gedacht. Kann ich die stoppen? Die geht von alleine runter, richtig? Da habe ich doch bestimmt irgendwelche Items. Nein, habe ich nicht. Schlüssel habe ich. Schwerter, Pfeile, Rüstung. Ich habe aber keine Ringe. Hm. Nichts. Aber hey, wenigstens ein paar Seelen. Was habe ich eigentlich mit der Kupfermünze? Was? Oh Gott. Oh, 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 oh. Das? Was ist das mit der... Oh Gott. Ja, ich werde auch zum Feuer gehen. Bisschen nochmal... Jetzt habe ich so mit Renü rumgetrödelt hier. Richtig dumm. Ja. Vor dir Gift. Toll. Als ob es da irgendwie gleich mal so einen Mantel gibt, wenn ich keinen mehr abkriege. Langsam laufen. Macht auch Spaß. Hui. Wie schön das Spiel. Dass das Spiel im Menü nicht stoppt. Ja, es ist auch richtig schlimm. Ich meine Pause. Ah, schön. So, das ist eine Pause. So. Okay. Dann gehe ich wieder hoch. Die Ratten sind ja wieder da. Ist richtig schön. Können die mich wieder vergiften? Mal gucken. Mal gucken, was hier noch so Lustiges kommt. Übrigens werde ich von der Zeit her wohl nur noch eine halbe Stunde machen. Kommt dann auch wieder darauf an, wie viel ich dann wieder gestorben bin und wo ich an der Stelle stehe, aber so ist ungefähr der Plan. Na, einmal noch, komm. Nein, zweimal. Ich dachte, ich könnte ihn runterschmeißen. Jetzt macht der andere mit hier. Oh, Gottes Willen. Das muss jetzt nicht noch sein. Ja. Wie ist das eigentlich, wenn ich jetzt den großen Drachen abschießen möchte und dann zwischendurch sterbe? Dann muss ich doch wieder von vorne rumschießen, richtig? Ah, jetzt haben wir uns gegenseitig abgestochen. Auch schön. Okay. Will ich da wirklich wieder zu den alten Giftviechern rein? Na, ihr Hässlichen, kommt ihr mit? Das war eine dicke Bertha nach der anderen hier. Au, und instant wieder Gift. Das ist doch behindert. Ach Gott, wie soll ich das dann irgendwie umgehen oder so? Die nächste wird mich doch schon wieder vergiften. Ach, mit Undeldan hat man immer Spaß. Aber ich will nicht sterben. Ich renne jetzt einfach durch bis zum nächsten Lagerfeuer so. Oh, was es hier noch so gibt. Mal so versuchen. Gucken, wie weit man kommt. Mit Vergiftung nebenbei. Zirk der Untoten auch nett. Aber was anderes. Oh, wie er gleich die Sonne verdunkelt. Ich stehe über dir. So. Zwei Flakons habe ich noch und gerade mal die Hälfte von dem blöden Gift ist weg.
Nächste Nagelfeuer ist beim nächsten Boss. Nach dem nächsten? Echt jetzt? Oh, guckt euch diese Boys an. Ja, ich will auch mal gucken, was hier noch so vor mir liegt. Man kann ja dann erstmal lernen, dann weiß man es beim nächsten Mal besser. Guck mal, jetzt kenne ich ja den schon und den hier auch. Aber ich brauche schon irgendwie mehr mit dem Schlagen. Ich hätte eigentlich gerne mal ein neues Schwert, muss ich sagen. Das hat sich jetzt ein bisschen gereimt. Peinlich. Wow, wow, wow. Das war's. Schön. Oh, der kommt angestürmt. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Ist halt die Frage. Ich kann halt wirklich bestimmt auch oben den Drachen erstmal töten. Gehen wir erstmal wieder hoch. Ist natürlich blöd, jetzt liegen meine Sachen so weit da vorne hinter den Ratten. Vielleicht kann ich das erholen und wieder zurückrennen zum Lagerfeuer. Okay, dann werde ich wirklich dann als nächstes dann den Schweif abschießen. Oh, das wird lustig. Wenigstens mein Zeug zurückholen, ohne dass ich nochmal sterbe. Das wäre einfach schön. Hat er mich jetzt überrascht? Ah, damit hat er nicht gerechnet, dass ich ein paar Mal zuschlage. Oh, das war's schon. Wollte nochmal. Was ist jetzt mit dir hier? Komm her. Jetzt so. Oh. Muss noch hin und her gucken. Ja, den Drachen kann man nicht mehr töten, aber man kann den Schweif abschießen. Also nicht mehr mit Pfeilen das töten. Achso, hey. Also Schweif abschießen quasi und dann krieg ich ein Schwert. Aber muss doch gucken, dass ich ihn dann noch irgendwie töte. Ja, nee, Spoiler Run nicht, aber ein bisschen Hilfe finde ich nett. Also wenn es mir zu viel wird, dann ignoriere ich es auch einfach. Ja, ja, ignorieren. Und unter Dawn wird es für mich noch lustig. Ich weiß nicht, wann irgendwann mal weiter streamen. Ach, wirklich? Ich würde es auch so gerne weiter gucken. Ich finde das Video so geil. Ich habe einfach alles schon ziemlich durchgespielt. So. Nee, aber ich muss ihn wirklich töten. Aber man könnte bestimmt über die Brücke langlaufen. Direkt in sein Gesicht. So, jetzt muss ich wieder gucken. Jetzt will ich eigentlich ganz gerne vorbeirennen an den Scheißviechern. Wie gut, dass meine Rolle so gut gehalten hat. Schnell hoch, was nehmen. Das Zeug, was zurück. Mal gucken. Ihr könnt mich alle mal. Boah, so weit in der Mitte. Ich will zurück. Lass mich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Runterklettern? Ja, erstmal runter. Schön zu den giftigen Ratten. Ja, das ist besser hier. Wo kommt ihr denn auch her? Lieber hier unten sterben, näher dran, ne? Ach, jetzt gehen sie wieder. Jetzt sind sie fertig. Dann hauen sie wieder ab. Na klar. Hey, auf ein neues. Die Mission ist ja einfach nur, meinen Scheiß zurückzuholen. Ja, die Ratten hatten Spaß. Die Wachen hatten Spaß. Alle hatten Spaß. Nur ich nicht. Ich bin gestorben. Nein, nicht den. Au! Ja, toll. Und dann passiert sowas. Das ist doch vor allem, weil der andere viel näher dran war. Nein! Ach Mann. Toll. Danke. Wann ist denn der so... Kampf ist lustig. Ich lasse jetzt hier bestimmt nichts trinken. Na, willst du noch? Dann trinke ich erstmal. Mich lässt da ja.
Achso, ich habe nicht mehr anvisiert gehabt. Das ist so ein Hin und Her hier. Oh, der Helm sieht natürlich geiler aus. Werde ich gleich mal aufsetzen. Es ist quasi fast der gleiche, aber er ist besser. Natürlich ist er das. Ach, der sieht schon besser aus. So, jetzt mal gucken, was die Ratten sagen, wenn die mich sehen. Die freuen sich doch wieder. Hä? Ah, ich bin im Menü. Natürlich bin ich noch im Menü. Natürlich bin ich das noch. Ich frage mich einfach nur, wie ich hier durchkommen soll, ohne an die Ratten vergiftet zu werden. Hä? Okay. So. Gut. Moment. Spielst du mit Controller? Ach. Ich habe jetzt erst gesehen, Ravi ist ja auch neu. Mensch, tut mir leid. Willkommen erstmal, aber wie lange ist es auch nicht mehr? Und ja, mit Controller. Es wird doch hier wieder nichts. Die Ratten sind ja richtig dreckig. Aber ja, ich will als nächstes erstmal ein neues Schwert und versuche den Schweif abzuschießen. Ja, außer dem Mindflöder-Gedanke am Anfang schon. Meine eigene Schuld, dass ich so weit gerannt bin, weil ich so neugierig war. Ne? Erstmal klettern. Ach echt? Ach, Draken Sword. Okay, das wird echt cool an. Oh, diese Rast tut gut. Lass mal den Händler alle Pfeile abkaufen, die er hat. 230 dann. Ach ja. Erstmal Gegner, natürlich. Au. Seit wann macht die mir denn so Probleme? Äußerst unhöflich. So. Okay, schon einfach reingesprungen. Ich habe Angst, dass die mir hinterher rennen. Natürlich kann ich mir auch eine Kettenrüstung mal kaufen. Die ist bestimmt viel geiler, oder? Jetzt werde ich direkt mit meinen Sachen verglichen, die ich im Inventar habe. Menno. Gutes Ausweichen, dann kommst du vorbei. Na bestimmt. Hat ja schon super funktioniert bisher. Das Draken Sword nehmen, damit sind die One-Hit oder so. Achso, das hatte ich ja alle schon. Mensch, ich glaube, ich lese jetzt doppelt. Es ist schon echt zu spät. Langsam. Nehme ich noch Ausrüstung mit oder nicht? Lederstulpen sind bestimmt ganz... Oh, Kettengamaschen. Mensch, sieht ja sexy aus damit bestimmt. Aber ich will einfach nur Pfeile holen. Großer Pfeil, Standardpfeil. Die sind bestimmt auch stärker, oder? Physisch 60, kritisch 100. Nicht raus, Mensch. Nein, jetzt warte doch mal. Jetzt. Nein, aus. 60, das ist natürlich. Menü. Schon viel geiler. Dann hole ich mir die auf jeden Fall. 51 Pfeile, wenn ich damit treffe. Die machen 15 mehr Schaden. Und im Prinzip zahle ich ja auch. Ja, 15 mehr. Also, ich muss halt nur gucken, dass ich damit treffe. Also quasi, das ist das Gleiche, oder? Was ist DS Fix installiert, was? So, alle Seelen ausgegeben. Oh, thank you. Ja, kein Problem. Komischer Händler. Hallo. Nein! Ah, erstmal zurück zum Feuer, ne? Ach, wie schön. Ich wollte echt mal gucken, ob ich Sachen verkaufen kann. Nee. Jetzt hör mal auf zu trinken hier, wie so eine Irre. Achso, das ist doch so ein alter Gut. Man wollte ja mal gucken. So, dann versuche ich mich jetzt an den wunderschönen Drachenschwanz. Gucken, ob ich den abkriege. Ich brauche erstmal mein Schwert, natürlich. Wie dumm von mir.
Aha! Diese Kiste, ich musste ihr ausweichen. Oh, meine wunderschönen schlaksigen Beine hier. Du lebst noch? Immer so viele Heiltränke, weiß ich. Ich will auch. Er würde jetzt so schreien wie der Drache, so macht so einen Drachenschrei. Na gut, wir sind ja hier nicht in Skyrim, jetzt kommen. Hihihi, das wollte ich die ganze Zeit. Solltest du machen, das verbessert die Auflösung. Man kann auch Borderlands spielen und eventuell mit 60 FPS. Mensch. Okay, was ist jetzt die... Gelobt sei die Sonne. Soll ich von hier aus schießen? Doch lieber vom Anfang hier. Also ich würde schon gerne auf jeden Fall von hier unten schießen. Okay, das Treffen wird natürlich dann lustig. Mhm. Oh, ich habe ihn getroffen. Bin gar nicht hier. Weiß gar nicht, was du willst. So verdunkelte sich die Sonne. Ja, schieß und warten, bis er wieder sitzt. Habe ich mir schon fast gedacht. Die Frage, ob er schon wieder da sitzt. Ja, hihi. Okay, Stunden später, aber vielleicht kriege ich ja wenigstens noch eine coole Waffe. Daneben. Ich könnte auch mal weiter oben versuchen. Huhuhuhu. Da unten kann er dich nicht treffen. Wirklich nicht? Aber der schießt ja wirklich nur vor. Ich habe immer Angst, dass der jetzt irgendwie da einfach runterklettert und dann guckt und mich grillt. Was war das denn gerade? Achso, meine alten Pfeile sind das ja außerdem noch. Oh, meine Güte. Erstmal die guten ausrüsten, alles klar. Hinten bitte hinschießen. Da. Ah. Wie viel meintet ihr? 60 Pfeile? Ich trotzdem mal in der Mitte. Oh. Das war ein bisschen übereiflich. Oh nein, wer hat ihn dann nur verletzt? Also ich glaube, man kann ihn schon großflächig da treffen. Ich dachte immer, ich schieße den bestimmt die ganze Zeit daneben, aber ist ja schon recht leicht gemacht. Mehr oder weniger. Hm, na gut. Aber ich hätte doch stehen. Hm, nam, nam, nam. Macht denn das müde? Wasser. Mal schießen nebenbei. Ich trinke jetzt noch was. Mhm. Schön Multitasking. So, aber ihr müsst mir noch erklären, Leute, was das mit dieser 1 da oben gerade zu tun hat. Also da war ja eigentlich meiste Zeit eine 0, da war mal zwischendurch eine 2 da. Ist es, wie oft ich zwischendurch das Lagerfeuer aufgesucht habe oder irgendwie sowas? Pfeile. Meint ihr, die werden reichen? Sonst müssen wir mal einkaufen gehen.
fünfte Schuss war das überhaupt schon? Der fünfte? Ah, da ist es doch. Die Eins heißt, dass du eine Menschlichkeit hast. Ah, oh, ich bin eins menschlich. Hm. Aber wie entsteht die? Ich glaube, ich könnte ihn hier auch nochmal anschießen, aber es wäre gemein. Also menschlich kann ich mir nicht vorstellen, dass man dadurch wird, dass man den Drachen abschießt. Ja, über 10. Stimmt, ich hätte ja auch 46 oder 48 geholt. Das kann nicht. Noch ein paar daneben verkackt mit dem alten Bogen, also mit den alten Pfeilen meine ich. Vor allem gespannt, wie dann dieses Schwert zu mir kommen soll, indem ich seinen Schwanz da abschieße. Naja. Am Leuchtfeuer kann man mit der Menschlichkeit coole Sachen machen. Zum Beispiel menschlich aussehen, oder? Gehört bestimmt dazu. Oh. Also es hieß, ich bräuchte theoretisch 50, 60, 70, 90 Pfeile. Irgendwie so in dem Dreh. Das heißt, da muss ich wirklich nochmal shoppen gehen. Vielleicht versuchen wir es nochmal mit ihm zwischendurch auf seinen Dings schießen, aber nee, nee. Vielleicht kann man ja auch gegenschlagen, wenn er hier ist. Ich muss das mal ausprobieren eben, wenn ich nicht runterfalle. Hm. Hä? Hab ich jetzt... Das verstehe ich gerade nicht. So. Nö, jetzt habe ich wieder Nee, okay, den werde ich nicht kriegen können. Na gut. Dann weiter so. Ah, der war gut. Der war richtig schön. Werden die 24 Pfeile reichen? Könnte ich theoretisch mal nebenbei googeln, wie viel Life der überhaupt hat. Kann man einfach ganz fies mal durchrechnen. Ist auch die Frage, ob ich noch ein paar Punkte sammeln gehe, bevor ich da wieder reinrenne. Oder ein paar Leuteköpfe. Dass ich dann wieder genug Seelen habe. Aber das ist eigentlich so ein bisschen wie Angeln. Man lässt so ein bisschen die Seele baumeln. Muss sich ein bisschen, vielleicht ein bisschen konzentrieren, ja, dass man dann auch erst abschießt, wenn er ruhig da sitzt. Was? Der war jetzt daneben? Boah. Gerades Drachenschwert. Mensch, super. Einfach so bekommen. Okay. Jetzt hat er keinen Schwanz mehr. Oh, also ist wirklich das Ende abgeschlossen. Okay, schön. Dann erstmal austauschen. Oh ja, bitte. Zu schwach, um die einhändige Waffe zu führen. Aber das heißt, ich muss Stärke hochpacken, ne? Okay, ja gut. Hm. Tja, Eve, lernst du doch nochmal was. Ist doch geil, oder? So, ein bisschen kann ich mit meinem zerbrochenen Schwert weiter. Es ist doch... Ich will mir das mal eben angucken. Wo steht denn überhaupt, wie viel ich dafür brauche? Steht gar nichts, oder?
Nee. So Stärke vielleicht noch auf 15 hochmachen, dann kann ich das vielleicht tragen, oder? Wie sieht das aus? Ist nicht okay? Ist jetzt eigentlich mein Kudus? Ist einfach nur das da. Hm, na toll. Ja, dann gehe ich halt nochmal ein paar Boys töten. Gehört sich bestimmt auch so in diesem Spiel, dass man nicht einfach... Ach ja, Menü. Nein! Ist doch egal. Na gut, los. Plop. So, mit den anderen Boys hier noch gekuschelt. Na, wie geht's so? Lang nicht mehr gesehen. Hat er mich echt verletzt? Boah. Bin geschockt. Aber ich glaube, ich kriege sie mittlerweile schon mit 2 Schlägen. Oder? Nee. Also, weil ich generell meine Stärke vorhin hoch gemacht hatte. Nur zu spät, der Kleine ist weg. Das bekommt Zicke noch zurück. Ach ja. Nee, ich habe noch nicht meiner Meinung nach genug. Ich mich mit denen noch mal ein bisschen an. So. Ein bisschen da rufen. Hihihi. Hoho. Und den anderen noch nebenbei schon mal anhauen. Na komm. So. Hat er sich gerade nebenbei noch geheilt, der Bastard? Ich weiß ja nicht, was ich machen soll, wenn ich hier in so einer Situation bin. So, so geht's auch. Ach, ordentlich. Den Drachen kann man seit einem Patch nicht mehr besiegen. Der wird immer wieder auf 50% geheilt und du musst einfach unter ihm durchrennen. Dann ist er weg. Na toll. Ja, ist ja die Frage, wenn der Patch erst von einer Weile rauskam. Tja, Ravi. Ja, das ist ein bisschen eine Nachricht. Achtung, vor dir rechts. Achso, der ganz hinten in der Ecke. Den hätte ich gerne eigentlich auch noch. Na, komm. Und wieder das Schwert geschliffen. Oh, there you are. Still keeping your marbles all together? Then go ahead, don't be a nitwit. Ich hatte erst überlegt, ob ich mir doch noch mal irgendwie eine Rüstung hole. Bessere. Ich will noch mal... Oh. Verkaufen kann ich nicht? Was? Ziegendämon? Riesendrache? Stimmt. Ah, ja. Ja, hätte ich auch schon mal eher mit ihm reden können. Einfach mal zum den Drachen noch töten und... Na toll. Also ich denke, man versucht hier einfach nur Leute, also man versucht ja einfach nur die Gegner zu töten. Wenn es nicht klappt, rennt man halt weg oder durch. Und hole ich mir noch was? Nein, doch jetzt. Ich will doch nur einen Menüpunkt da irgendwie zurückgehen. Kettengamaschen. 18. Physisch. Vor allem ordentlich den Schlag. What a waste of time. Go and nein! Lass mich doch einfach mal. Ich wusste nicht, dass er mich noch so lange anquatscht. Ich will mal eben gucken. Achso, hier sind ja die Sachen. Das ist ja lächerlich, was ich hier habe, dann eigentlich im Vergleich. Das ist 26. Au. Auf zu lachen! Ich weiß nicht, warum der mal lacht. Der findet sich bestimmt ganz lustig. Ja, stimmt. Und sowas hatte ich sowas ähnliches nicht. So, ich habe jetzt Dinger gekauft. Oh, thank you. Very much. Come back soon. Oh, hör auf zu reden. Die Irre. 12, 12. Ich vergesse, was die anderen hatten. Die waren auch so ähnlich, denke ich. So. Sexy. Mensch, nur mein Oberkörper leidet noch ein bisschen. Da habe ich jetzt noch was an. 26er. Doch nochmal eben mit ihm quatschen. Ich kann mir das nicht behalten, was er da für verlangt. 30 hat die. Ja.
Ja, wäre eigentlich schon geil, denke ich mir. Ein paar mehr und ich sehe ein bisschen ordentlicher aus. Ordentlicher. Aber andererseits will ich auch ganz gerne Bin ich jetzt so viel langsamer gerade damit? Oder irre ich mich? Naja. Der Drache gibt ihm nur 30.000 Seelen. Das ist im späteren Spielverlauf praktisch nichts mehr. Und anfangs kann man ihn auch im Nahkampf nicht besiegen. Man braucht eine sehr hohe Feuerresistenz. Die Rüstung von den Hollows ist ziemlich bad. Du solltest eher deine Startrüstung wieder nehmen. Na gut. Ich fand die auch ganz cool. Fancy aus. Muss ich nicht mehr meine ordentlichen Dinger angucken. Hässlichen Beine. Ah, die ist so langsam einfach. Die ist viel schneller. Hier, da bin ich doch. Bin ich wirklich schneller? Bilde ich mir auch ein. Pure Einbildung. Genauso langsam wie vorher. Oh, wird in die Luft geschrieben. Kopf. Verstehe ich nicht. Und wieder mal sei die Sonne gelobt. Ach ja, nee, ich werde dann jetzt noch ein paar Leute töten einfach. Es geht demnächst zu Ende. Werde ich jetzt noch ein paar Seelen sammeln. Und dann hoffentlich nochmal aufzuleveln. Ich gehe mal gucken, wie viel mir fehlt dazu. Lohnt sich ja bestimmt auch voll, die erstmal mit einem Pfeil und Bogen abzuschießen. Ich hab ja noch 17. Ah, jetzt trinkt er wieder instant. Ach, sein Arsch. Huch. Toll, jetzt hat er sich schon geheilt. Ja. Mit Bogen kämpfe ich auch noch gerne. So gern mit den Leuten. Oh. Jetzt machen die ein Step-Konzert, war klar. Zu zweit sind die einfach mies. Okay, na gut, dann gehe ich halt. Was ist das jetzt hier? Antwort auf die Frage Kopf, Tisch. Hä? Kopftisch? Nein, das erschließt sich mir noch nicht ganz. Bin ich mir zu langsam für. Ah, Kacke. Eins war erledigt, aber ordentlich eingesteckt. Du kannst auch einfach die Seelen nehmen, die du noch im Inventar hast. Das sind so viele. Au. Ey, mein Wow. So. Nehmen die noch mit? Oh. Die hatte ich, glaube ich, noch nicht, oder? Nicht viel besser. Was passiert denn hier schon wieder? So. Kopf trifft Tisch an ihm. Achso, das. Ja, aber. Dann aufsteigen. Kann ich die dann bestimmt aus dem Inventar erstmal verwenden, richtig? Achso, So. Schein. Ah, okay. Ich weiß gar nicht, wie viele es waren. Ich glaube, 1500? Verlassen bestimmt. Ja, knapp. Na, einmal noch. So
Dann geben wir jetzt ganz noch eine Stärke. Ich hoffe, das reicht jetzt, um das Schwert zu tragen. Ansonsten mache ich weiter mit dem Dreck. Ich will das hier nicht länger benutzen müssen. So, es ist immer noch zu schwer für mich. Warum? Ah! Aber warum geht damit meine Rüstung hoch? Also verwenden kann man es, aber... ich glaube, dann ist man eh tot. Oh Mann, dafür brauche ich bestimmt Stärke, ne? Was kommt da mal für eine Meldung? Ich muss mal eben gucken. Ja, wo ist jetzt... Ist darüber? Ich vergesse es immer, dass es darüber ist. Zu schwach, um die Waffe einhändig zu führen. Ja, aber dann kann ich die doch auch theoretisch, wenn ich dann mein Schild wegpacke. Wenn ich dann das wegpacke. Ja, dann muss ich das halt einfach so machen, denke ich mir. Dann passt das schon. Stärke von 16. Ich würde es auf jeden Fall ganz gerne noch machen, auf jeden Fall. Also ich will jetzt trotzdem mein Schild noch in der Hand halten wollen. Guck dir an, wie viel du brauchst. X drückst du im Inventar? Ich nehme erstmal noch ein Ding, ne? Ach, Mann. Ich guck doch mal eben. So viele Seelen habe ich nicht mehr, noch eine Menschlichkeit. Das bringt mir ja eh nichts gerade. Nein. Ich mal eben gucken, wie viel habe ich denn insgesamt noch? Alte Seelen. Das wird dann eh nicht reichen. Das sind vielleicht, weiß ich, 800 oder so. Ich weiß nicht, wie viel die jemals bringen. Also nochmal zu diesem, man muss X drücken. Wenn ich X drücke, benutze ich unten das Item, was ich da ausgewählt habe übrigens. Und wenn ich im Inventar bin, dann passiert gar nichts. Also ich hätte mir halt auch vorgestellt, dass ich irgendwann ein bisschen Stärke mache, aber halt, naja. Hat halt noch ein bisschen Zeit, ne, so als... das ist so schrecklich, damit zu kämpfen. Aber es hat funktioniert, hm? Hab ich da jetzt eigentlich mehr Seelen bekommen oder nicht? Nee, oder? Und nur gleich viel. Au, schön Rücken zugedreht. 80. 80 kriege ich auch normal, glaube ich. Also ich glaube, ich habe mich eher nach einer starken Waffe umgefragt, oder? Heimkehrknochen. Wood! Kommst du denn her, Guy? Der meint das ernst. Ach, gegenseitig aufgeschlitzt, direkt am Lagerfeuer. Nicht schlimm. Er bringt auch nur 60. Ich finde ihn geil, aber um Gottes Willen einfach. Zieh's hoch, zieh's hoch. Ja, also dann werde ich vielleicht tatsächlich bis zum nächsten Mal, was dann vielleicht auch schon morgen sein wird, mal abwarten. Werde ich dann wieder rechtzeitig auf jeden Fall schreiben. Noch ein paar Seelen sammeln, vielleicht auf Level 16 mindestens, also auf die Stufe 16, ja, ihr wisst schon, Stärke hochpacken. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hatte echt eine Menge Spaß, war ja erst mein erster Stream seit längerem, auch, ja, weiß nicht, ein bisschen professioneller vielleicht. Vor allem, weil ich einfach ein bisschen länger auch gestreamt habe insgesamt. Ich bedanke mich bei allen, die mit dabei waren und hoffe, ihr seid vielleicht auch morgen oder das nächste Mal auf jeden Fall mit dabei. Und dass ich mich ganz blöd angestellt habe auch vor allem. Naja. Okay, damit war's das. Und ich hoffe, ihr habt einfach noch einen schönen Abend und was ihr sonst so vorhabt. Und ja, macht's gut!